Hallo und herzlich willkommen zu Tab Table Beyond. Wir machen heute einen Battle Report und zwar den Corona Report. Und den gibt's nach dem Intro. Table Beyond. Table Beyond wird unterstützt vom Taschengeld-Deep, dein Miniaturenhändler. Kauft bei Taschengeld. Table Beyond wird unterstützt vom PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. So, wir machen heute den Corona-Report und zwar die Death Guard verbreitet den Coronavirus und damit es nicht passiert, die Engel des Blutes werden das verhindern. Wir haben uns geschützt, wir wurden hier leider evakuiert und unter Quarantäne gestellt, deswegen sind wir hier im Keller eingesperrt und dürfen nicht mehr raus. Und sind hier geschützt. Wie ihr seht, die Schutzmaßnahmen. Kurze Info, bevor es jetzt irgendwelche Beschwerden gibt, dass wir uns hier solche Masken und so gekauft haben und die zum Spaß verwenden, die waren bei meinem 3D-Drucker dabei. Also die habe ich schon, bevor es Corona gab, gehabt. Genau wie meine Gummihandschuhe, die nehme ich auch für den 3D-Drucker. Ja, wenn wir schon, wir haben uns gedacht, wir fassen das jetzt mal auf, das ist passend für den Battle Report. Die Nurgles, die Pest verbreiten, den Virus. Hier aber natürlich eine kurze Info, bleibt gesund, passt auf euch auf, meidet vielleicht zu viele soziale Kontakte. Also wir haben jetzt auch tatsächlich Turniere abgesagt. Ich war extra nicht aufs Turnier. Genau, haben jetzt auch Turniere abgesagt, auf die wir jetzt sicherheitshalber nicht gehen, dass man halt da nicht irgendwen ansteckt oder angesteckt wird. Wir wollen keine Panik verbreiten, aber halt einfach ein bisschen vernünftig sein, Hände waschen und so weiter, nicht den anderen ins Gesicht husten. Normal einkaufen, nicht um die Nudeln prügeln, der nächste Lastwagen kommt wieder. Und glaubt mir, so viel Klopapier braucht kein Mensch. Ja. Selbst nicht, wenn die Death Guard kommt. Selbst nicht, wenn die Death Guard kommt. Okay, hier mal die Corona-Späße zur Seite. Wir haben jetzt die Death Guard, die hier die Pest verteilt gegen die Blood Angels. Wir spielen jeweils 1000 Punkte. Und wir spielen eine Mission aus dem neuen Chapter Approved. Und zwar... Das war dein Job. Ja. Du machst einfach nichts richtig. Ambitionierter Vorstoß. Wir spielen heute den ambitionierten Vorstoß und da ist es so, die neuen Mahlstrom-Missionen, jeder darf 5 Karten ziehen, 3 davon darf er ins Spiel bringen. Und jetzt ist es so, dass am Anfang der Bewegungsphase der Gegner eine dieser Karten aussuchen darf und wenn man die erfüllt, ist die 1 Punkt mehr wert. Natürlich wird der Gegner die Karte aussuchen, die man nicht erfüllen kann oder weniger erfüllen kann. Wir haben zuvor schon unser Deck aussortiert, man darf nämlich das Deck bis auf, es müssen mindestens 18 Karten sein, aussortieren. Also alles, was man nicht spielen, erst ab 18. Alles, was man nicht spielen will, kann man aussortieren. So wie ich jetzt zum Beispiel alle meine Death Guard Missionsziele aussortiert habe, weil ich die ziemlich kacke finde. Ich weiß nicht, was die Blood Angels Ziele sind, von dem her keine Ahnung. Genau. Was wir noch besonders machen, wir spielen bloß 4 Runden fest, weil es immer eine angenehmere Zeit vom Battle Report ist und für uns auch einfach besser ist, dass wir nicht allzu lange brauchen. Und meistens weiß man dann schon, was im 5. passiert. Genau, also deswegen 4 Runden fest von Anfang an schon. Das ist für uns einfach, haben wir festgestellt, schöner zu spielen. Ansonsten werde ich Blood Angels spielen. Ja, eigentlich der erste richtige Report. Das heißt, ich werde einiges falsch machen. Ich werde mich sehr bemühen, möglichst richtig zu machen. Gerne Tipps in die Kommentare. Ansonsten schon mal vorab Entschuldigung. Genau. Ich spiele die Death Guard, die habe ich schon ziemlich lange. Das ist seit 8. Edition meine erste Armee. Von dem her könnt ihr davon ausgehen, dass ich trotzdem viele Fehler machen werde. Wie immer. Ja, und ansonsten sehen wir uns. Prost, Habitäre. Oh, aber man darf nur unten anstoßen, dass oben die Keime sich nicht kreuzen. Ja. Dann sehen wir uns in der Armeevorstellung. Meine 1000 Punkte Death Guard. Ich habe dabei als Kriegsherrn, also erstmal ein Bataillons-Detachment, dann habe ich als Kriegsherrn dabei den dicken Lord of Decay von Titanforge, den ich mir ausgedruckt habe. Den spiele ich heute als Daemon Prince. Das ist ein Daemon Prince mit Flügel. Ich mache heute was anderes und zwar spiele ich den heute mit Schwert und den Seuchenspucker. Dann hat er dabei erstmal der Pestilenz und Schmetterschlag als Zaubersprüche natürlich. Er hat die widerwärtig C und hat die besondere Rüstung als Relikt. Ich habe einen zweiten HQ dabei, einen Lord, einen Death Guard Lord. Der hat einen Plasmawerfer dabei. Dann in der Elite habe ich hier einen Fall Blight Spawn mit seinem superkrassen Seuchenspucker. Ich habe drei Trupps mit Death Marines, Plague Marines, Death Marines. So, jetzt ist es so, zwei der Trupps haben die Chefs Plasmawerfer, wie hier vorne dargestellt. Dann sind in jedem Trupp zwei Pestwerfer, die sind jetzt hier nicht so dargestellt. Und der Rest ist Bolter. Dann habe ich mal hinten noch zwei Trupps mit 10 Poxwalkern und einen Black Crawler, oder wie er heißt, also den Panzer, mit Entrophiekanonen und ein Maschinengewehr. Das sind meine 1000 Punkte Death Guard und die werden hier jetzt ordentlich den Virus verstreuen. 1000 Punkte Blood Angels, Angels of Blood. Das ist jetzt der angemalte Teil meiner Armee. Ich habe zu Hause noch weiteres angemalt, aber es ist jetzt mal der fertige Teil. Bei den Stat Collecting sind die Bases noch nicht gestaltet. Entschuldigung dafür, aber die Modelle sind fertig. Ich habe dabei ein Battalion Detachment, das war es auch schon. Und ich habe hier dabei in der Kommandoabteilung einen Terminator-Zauberer, einen Librarian in Terminator-Rüstung, einen Chaplain mit Jump Pack, einen Captain in Terminator-Rüstung. Der ist mein Kriegsherr, der hat die Gabe der Voraussicht, also einen auf 6+ Wunden-Ignorierwurf. Und ich gebe einen Kommandopunkt aus für Todesvisionen des Sanguinius, da bekommt er vor Haus aus einen, von vorne herein einen 6+ Wunden ignorieren. Und mit der Kriegsanfähigkeit wird es dann zu meinen 5+ Wunden ignorieren. Das gleiche gebe ich einmal aus hier für den Chaplain. Dann ignoriert er auch Wunden auf 6+ und beide bekommen die schwarze Wut, also die Todeskompanie-Fähigkeit. Er trägt auch ein Relikt, oder er trägt ein Umsonst-Relikt. Und zwar hat er die Engelsflügel, also das besondere Jump Pack. Er ignoriert Abwehrfeuer. Mein Zauberer hat einen Sturmbolter und eine Energieaxt oder Psi-Axt besser gesagt. Und er zaubert einmal Schwingen des Sanguinius, damit kann er fliegen. Und Zorn entfesseln, da kann ich mit einer Einheit +1 Attacke zaubern. Mein Captain hier drüben hat einen Sturmbolter und einen Hammer. Ein ganz normaler Hammer, nicht der Relikthammer. Im Standard habe ich dabei einmal 5 Space Marines mit Kombi-Plasma und Plasmawerfer. Nochmal 5 Space Marines. Da hat der Sergeant eine Faust und ein Melter ist im Trupp. Und dann 7 Intercessors. Da hat der Chef eine Boltpistole und ein Energieschwert. Alle anderen haben die normalen Auto-Bolt-Rifles und ein Auxiliary Grenade Launcher ist im Trupp. Dann habe ich noch dabei in der Lead einmal hier 5 Sanguinary Guard, 2 Schwerter, 2 Äxte und eine Faust. Dazu einen Ancient, also den Charaktermodell, der hat eine Energiefaust und ein Banner und da gebe ich einen zusätzlichen Kommandopunkt aus, der bekommt das Relikt-Banner. Dann haben alle Infanterieeinheiten der Blatteinschluss in 6 Zoll Umkreis zusätzlich zur normalen Fähigkeit einen 5+ Wunden ignorieren. Und dann einmal noch den Baal Predator mit Raketenwerfer, Sturmbolter, Hauptwaffe, also der Sturmkanone und schweren Boltern in den Kuppeln. Das sind 1000 Punkte Blatteinschluss. Ich habe dann noch 5 Kommandopunkte übrig. So, der Tom baut gerade auf. Der hat sich die... Na, ich durfte mir die Ausstellungszone aussuchen. Habe mir jetzt die Seite hier gewählt und einfach mal ganz normalen Aufmarsch ausgewählt. Tom darf bis jetzt anfangen, außer ich glaube später noch die Inni, müssen wir gucken. Ich habe tatsächlich momentan noch keinen großen Plan, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach mal eine Death Guard Armee spielen, in der ich mal mehrere Seuchen-Marines spiele. Das mache ich eigentlich eher weniger, also mehr Black Marines. Und spiele tatsächlich heute mal die Pestwerfer. Ich spiele meine Black Marines normalerweise immer eher mit Plasma. Heute mit diesen Pestwerfern. Und jetzt gucke ich mal, wie es läuft. Also es ist jetzt wirklich bloß eine Spaßrunde. Und ich schaue, dass ich so viel Seuchen wie möglich hier über den Tisch, über die Platte verseuchen kann. Ja, mal abwarten, wie die Aufstellung wird und ob ich vielleicht dann doch noch anfangen kann oder nicht. Dann werden wir es schon sehen. Die Blood Angels stehen schon soweit. Momentan haben wir die erste Runde. Die komplette Armee steht im Endeffekt alles in einem Haus. Die Sanguinary Guard schockt. Das Fahrzeug und noch ein 5er-Trupp halten ein anderes Ziel. Aktuell stehe ich praktisch auf 2 Zielen. Und ja, ich denke, ich werde in die Mitte vorrücken und dann irgendwann die Sanguinary Guard reinschocken. Ich kann ja 3 bis 6 Zoll weit angreifen. Und auch meinen Ancient dann nochmal vom Feld nehmen und wieder reinbringen, dort wo ich ihn brauche. Also der will ja zur Sanguinary Guard hin. Ansonsten steht alles um den Bannermensch rum, das heißt auf 5+ ignoriere ich Wunden, also praktisch fast wie die Death Guard. Und stehe im Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir mir so viel schießen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich in der Mitte treffen. Und ansonsten schauen einfach, dass man Karten erfüllt. Ansonsten habe ich nicht viel Plan. Alle meine Charaktermodelle haben ansonsten Terminator-Rüstungen und der Chaplain springt ein bisschen hinterher und macht +2 auf Angriffe, wenn er es schafft zu zaubern. Ich muss an die Doktrinen denken, ich hoffe das schaffe ich. Ich muss an die Litaneien denken, dass ich die am Anfang der Runde mache. Das ist ja genau immer am Anfang des Spielzugs. Genau, und ansonsten schaue ich einfach mal, wie es läuft. Wir haben aufgestellt. Wir sehen auf dieser Seite hier die Death Guard auf der langen Seite. Auf der anderen Seite stehen die Blood Angels. Wir haben einmal Marker 4. Hier steht Trupp Marines mit Poxwalker. Hier drinnen haben wir Marker 5, auch wieder mit Marines, Poxwalker und so weiter. Der Seuchenspucker-Typ ist auch da unten drin. Hier haben wir den Dämon Prinzen mit den Trupp Marines. Dann haben wir hier bei Marker 2 den Blackburst Crawler und den Lord. Auf der anderen Seite stehen die Blood Angels bei Marker 1. Wir haben hier den Panzer. Genau, dann der Trupp mit Faust und Melter. Mhm. Hier oben. Die warten im Orbit, das ist das Schlachtschiff der Blood Angels. Genau, die sind in Schockreserve hier beim Tab-Schild. Dann kommen wir hier in die Mitte zum Tabman, genau, zur Tabman-Statue. Der Rest steht hier im Haus. Vorne stehen die Intercessors, dann meine Charaktermodelle und der Trupp mit den Plasmas. Genau, da haben wir noch den Marker 6 und in der Mitte beim Tabman Marker 3. Das wäre dann unser Schlachtfeld und dann werde ich mal versuchen, die Initiative zu klauen. Hier in der Mitte liegt noch ein zerstörter Chaos Knight und ich würfe mal ein kleines Tab. Oh, nein, leider nicht. Dann auf ein gutes Spiel und wir machen Luftshake. Corona-Shake. Genau. So, ich habe die Initiative nicht geklaut. Tom fängt an, der bewegt sich jetzt mal. Ich hoffe, dass er ein bisschen nach vorne kommt. Vielleicht, ich bin ja doch ein bisschen eher auf Beschuss. Und dann schauen wir mal, ob ich seinen stürmenden Blood Angels standhalten kann und meine Seuchen hier verteilen kann. Oder ob er es verhindert und den Coronavirus sofort in seine Grenzen zurückdrängt? Keine Ahnung, zurückdrängt. Die Blood Angels haben sich bewegt. Zu Beginn meiner Bewegungsphase, ich habe es angesagt, aber wir wollten filmen, wenn es würfelt. Mein Chaplain macht die Litanei, seine Standard-Litanei, dass sie Trefferwürfe im Nahkampf wiederholen darf. Das passiert auf die 3+. 3+, wunderbar. Das ist natürlich zu Beginn der Phase, ich habe es aber gesagt, wir wollten es noch filmen. Ja. Ansonsten... ich habe Ziele, und zwar einmal verteidige die 3, das ist vorne in der Mitte, ein verdecktes und einmal Blutvergießener. Blutvergießener ist im Nahkampf was erschlagen. Ich kann einmal das Verdeckte in die Kamera zeigen. Wieso darfst du uns verdecken? Achso, darf man dem? Nein, okay, in dieser Mission nicht. Okay, Entschuldigung, dann habe ich nur Überlegenheit, 3 beliebige Ziele. Wie viel holst du jetzt? 3. Dann darf ich gerne... 1, 2, 3. Achso, ich darf jetzt eins sagen, was mehr bringt zum Schluss. Genau. Blutvergießen, da die Song. Ja, da ja. Ansonsten, die Trupp im Haus ist einfach nach vorne, ist auch gerannt, aber leider nur 1 Zoll. Und der Predator steht hier am Ziel, kann aber noch auf dein Fahrzeug schießen. Die sind noch in Schockreserve. Genau. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Dann kann ich theoretisch was zaubern. Und zwar zaubere ich einmal Schwingen des Sanguinius vom Psioniker auf den Psioniker, das ist eine 5. Das ist eine 7, das würde funktionieren. Ich bin in Range, haben wir gar nicht geschaut. Okay. Muss ich nicht schauen. Alles klar. Also mein Dämonenprinz ist out of range. Dann kann sich mein Psioniker sofort 12 Zoll bewegen. Das will er nicht, aber das hält an bis nächste Runde. Und nächste Runde kann er sich 12 Zoll bewegen. Dann mache ich einmal Zornentfesseln und zwar auf die Intercessors-Einheit. Das heißt, die bekommen eine Attacke dazu. Genau, das ist eine 6. Das ist eine 8. Wunderbar. Dann entfesseln die den Zorn. Yeah. Du warst das auch schon mit der Psi-Phase? Ja. Im Beschuss habe ich nicht viel, aber mein Fahrzeug schießt alles, was es hat, auf die Sturmkanone, Sturmbolter, Rakete auf den Crawler und die schweren Bolter auf die Plague Marines oben im Haus. Ja, da könnte ich jetzt die Fliegen während deiner Bewegungsphase. Achso, da kann ich noch nicht einsetzen. Okay. Muss ich während meiner Bewegungsphase machen. Alles klar. Dann kannst du schießen. Dann 12 Schuss von der Sturmkanone auf dein Fahrzeug. Ich habe mich bewegt. Das heißt auf die 4. Das war gar nicht schlecht. Ich habe Stärke 6, du hast Widerstand 8. 5. 1, 2, 3 Mal mit minus 1. Okay. Also mein Blackburst Crawler hat einen 3er Rüster, minus 1, das ist eine 4. Zweimal gesaved. Wie viel Schaden? 1. Widerwärtig C. Gesaved. Dem Blackburst Crawler ist nichts passiert. Dann schieße ich meine Rakete auf die 4+. Ja, Stärke 8. Ei. Ich habe nur 2 Kommandpunkte, da hole ich nichts. Und 2 Schuss Sturmbolter. Die treffen auf, nein, auch auf die 4, schwer, Stärke 5, eine Wunde mit minus 1. Das war jetzt auf die Marines, oder? Nein, immer noch auf... Immer noch auf dem Crawler? Ja. 4er? Wie viel Schaden? Einen. Widerwärtig C, ein Schaden. Jetzt schießen die schweren Bolter. Also ich habe gerade die Devastator-Doktrin nachgeschaut. Ich habe einen zusätzlichen AP auf schwere Waffen. Der Dominik hat aber lauter 5 gewürfelt, das hat gepasst. Jetzt die schweren Bolter auf die Plague Marines im Haus. Schwere Waffe, das heißt, die treffen nur auf die 4. Okay, 3 Stück. Und Stärke 5. Widerstand 4, glaube ich, oder? Ich denke, ja. 6 ist auf alle Fälle. Und jetzt minus 2 wegen der Devastator-Doktrin. Gut, dann habe ich einen 4er-Rüster. Nein, wie viel Schaden? 1. Widerwärtig C. Tab, Taschengeld-Deepshop spielt mit Tab. Das war's. Und die Plague Marines haben übrigens Widerstand 5, also wäre eh nichts passiert. So, die erste Runde der Blood Angels war jetzt nicht der große Reißer, war aber zu erwarten. Die Death Guard hat sie komplett eingegraben. Ich hätte alles weiter nach vorne geschoben, musste mir aber wegen den Karten auf die Objectives stellen. Jetzt ist der Panzer ein bisschen nach hinten gefahren. Ich hätte gerne eigentlich auf etwas anderes geschossen wie den Crawler, weil da mache ich nicht viel. Es ist nichts gestorben, ich habe keinen Lebenspunktverlust verursacht, wie zu erwarten. Naja, aber meine Intercessors sind gerannt wegen der Überlegenheit, die habe ich geschafft. Das heißt schon mal 2 Punkte fest. Ich bin dabei in der Mitte beim Tabman die 3 zu verteidigen, das heißt, er muss auf die Intercessors schießen, die haben jetzt eine 3+ Rüstung und einen 5er Wunden ignorieren vom Banner. Und sonst... Blutvergießen habe ich noch auf der Hand, das behalte ich. Vielleicht sterben die Intercessors, dann schaffe ich das mit dem Verteidigen der 3 nicht, aber ich will ja sowieso in der Mitte, ich glaube, das ist ganz okay. Und dann schauen wir mal, was in der zweiten Runde passiert, da können ja dann meine Reserven auch schon kommen, vielleicht kann ich dann alles reinschieben. Und mein Zauberer in Terminator-Rüstung kann sich ja dann 12 Zoll bewegen, weil er sich schwingendes Sanguinius gezaubert hat. Sehr gut. Ich habe Ziele gezogen, ich habe hier drüben sichere 4, da haben sich auch die Poxwalker gleich schon drauf bewegt. Die Marines haben sich auch 5 Zoll nach vorne bewegt, der Dämonenprinz ist vorgehüpft, hier die Marines und der Blackburst, der Seuchenspucktyp, wie heißt dann, Fall Blight Spawn sind nach vorne gegangen. Hier habe ich Verteidige 5, da haben sich die Poxwalker rundum gestellt, die Marines hier oben sind auch bis ans Hauseck nach vorne gegangen, dass die vielleicht in 18 Zoll Reichweite bekommen. Und dann habe ich hier noch Verteidige 2, da ist mein Lord und der Panzer stehen geblieben. Dann werde ich gleich mal zaubern. Und zwar zaubere ich auf den Dämonenprinzen. Der hat übrigens noch keinen Namen. Könnt ihr mal wieder in die Kommentare schreiben, wie der heißen soll. Einen Miasma der Pestilenz. Also -1 auf Trefferwürfe. Das wäre eine 5 und ist somit nicht geschafft, glaube ich. Nein, nicht geschafft. Ja, dann war es das mit der Psi-Phase und ich fange an zu schießen. Wir beginnen zu schießen, mein Dämonenprinz mit den Seuchenspucker W6. 2 Schuss, gigantisch. Weißt du was? Den wiederhole jetzt gleich. Oh, leck. Los geht's. Jetzt schon. Ja, jetzt klar, schon. Klar. Scheißegal. Zwei. Das war so klar. Zweimal Stärke 5 auf deine Marines vorne. Intercessors, Widerstand 4. Zweimal, -1. Das heißt 4+. Beide gehen durch. Ohne Schaden, 1, oder? Einer. Genau, 5+ ignoriere ich's. Einer verliert ein Leben. Yeah! Die Marines hier schießen hier ums Eck, auch auf den Trupp Intercessors beim Marker. Nein. Ich habe einen Plasmawerfer, 2 Bolter und 2 Pestwerfer. Ich schieße mal den Plasma, natürlich überhitzt. Ich würde die Bolter als erst schießen. Vielleicht stirbt dann der mit dem einen Leben. Dann achso, du hast noch... Ich hab die Typen haben 2 Lebenspunkte. Ja, passt. Na, das machen wir. Also 2 Mal Bolter. Auf die 3 treffen die, gell? Ja. 1er darf ich wiederholen. Na, beim Verwunden darf ich es wiederholen. Also ein Treffer. Stärke 4, Widerstand 4, auf die 4 passt. 3+. Jawohl. Ist eine Rüstung. Dann Plasma überhitzt. 2 Schuss. Na, einen haben wir gesagt, oder? Mist, müssen nochmal schießen. Mein Gott, das fängt schon wieder gut an heute. Eine 1! Ist er tot? Außer du werfst da 5+. Ah ja, stimmt, ich hab viel Pain. Okay. Ja, yeah. Na, aber er stirbt doch automatisch, oder? Er kriegt keine Mortal Wounds. Ach, stimmt, ja, okay. Ja, fuck. Ah. Gut gemacht. Dann haben wir 2 Mal Pestwerfer auf die 3. Den Würfel nochmal. Na geil, lauter Wahnsinn. Geil, geil. Heute sind die Tabwürfel richtig scheiße. Was haben wir gesagt? Stärke 6, gell, beim Pestwerfer. Das warst auf die 3. Ja. Die darf ich wiederholen. Richtig. Ah, Gott! -2. Einmal -2. Das heißt 4+. Na, 5+. Geht durch. Schaden, W3. W3. 3. Okay, zweimal viel noch. Also, Wunden ignorieren. Nein, er ist tot. Ja, Wahnsinn, ich habe einen getötet. Sehr, sehr schön. Hier mein Marines-Trupp ist auf 18 Zoll, schießt auch auf deine Intercessors. Da hat der Chef jetzt nur einen Bolter, das heißt, ich habe hier 3 Bolter dabei, aber auf 18 Zoll. Ja. Das heißt 1, 2, 3 Bolter, weil die Death Guard das ja so gut kann. Ja. Auf die 3. Ja. Eine 2 kommt raus. Und dann Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Ich darf nicht wiederholen, das sind 4 Mal Bolter. Was ist denn bei der Bolter-Disziplin? Gibt es denn irgendwas dazu bei den Marines jetzt oder so? Wenn du stehen bleibst, darfst du doppelt, also darfst du immer... Ja, habe ich ja eh, aber sonst haben die jetzt nichts Besonderes, gell? Nö. Irgendwas Neues, irgendwelche Diltaneien oder was, der Geier was? Nein. Gut, ich kenne mich nicht aus. Auf die 3+, 4 Mal. Ich verliere... 2 Leben, außer er würfelt auf 5+. Nein, ich verliere 2 Leben, damit ist noch ein Intercessor tot. Gut, dann schieße ich noch meine 2 Pestwerfer hinterher. Ah, 2 Mal auf die 4. Entschuldigung. Ja, geil. Und, na, schmarrn, auf die 3 treffe ich ja. Ja. Das heißt 2 treffen, dann auf die 3 nochmal, bei Stärke 6. Ja. Einmal. Und Pestwerfer darf ich wiederholen. Aber nur die 1. Zum Prinzen. So, okay. Na, alles. Das passt. Dann... 5. 2 mal -2. Schaden, einmal. W3. Einmal geht durch. So, 3 Stück. Damit ist noch einer tot, oder? Yeah. Dann schieße ich gleich meinen letzten Trupp. Das ist der hier unten. Die sind auch in 18 Zoll zu deinen Intercessors. Da ist wieder ein Plasmawerfer dabei. Ich überhitze den Plasma wieder, weil es Co. Gut. Gut, ich habe meine beiden Plasmachefs getötet. Gut. Das habe ich richtig gut gemacht. Stark. Weil es ja braucht zum Überhitzen. Weil es ja braucht. Ja, okay. Ich habe aber wieder 2 Bolter dabei. Auf die 3. Einser wiederholen wegen dem Dämonenprinz in der Nähe. Ja, geil, gut wiederholt. Ah, das fand ich schon super. Dann auf die 4. Einmal Bolter. Bolter. Ja. Einmal Bolter. Dann 3+. Juhu! Schaffe ich. Saphira. Gut, dann habe ich noch die 2 Pestwerfer mit in dem Trupp dabei. Einser wiederholen wegen dem Prinzen. Trotzdem eine 1. Die sitzen auf die 3. Wiederholen wegen dem Prinzen, seiner Fähigkeit. Das sind dann 3 mal mit -2. -5. 5+ Rüstung. 2 gehen durch. 2 mal W3. Einer nach dem anderen. W3. Okay. Ignoriere nicht, einer tot. W3. Und einer. Noch einmal. Einer tot und einer verliert ein Leben. Okay. Dann siehst zum Schluss noch mein Blackburst Crawler. Und zwar den Seuchenmörser und die Entrophie-Kanonen auf deinem Panzer. Und das Maschinengewehr schieße ich hier noch auf den Trupp Marines, den ich schon angekratzt habe. Dann fangen wir mal an mit 4 Schuss Maschinengewehr. Der trifft auf die 3. Na, warte, Entschuldigung, BF4 auf die 4. Das heißt, einer geht weg. Und Stärke 5, Widerstand 4 auf die 3. Jawohl. Das sind 2 mal, bitte. Minus? Maschinengewehr. Minus 1. Der eine ist tot und einer verliert noch ein Leben. Mhm. Ich bin jetzt weg vom Banner, deswegen gibt es auch keine Wiederholungswürfe mehr. Okay, dann schieße ich gleich mal meine 2 Entrophie-Kanonen. Jeweils 1 Schuss auf die 4. Jawohl, beide sitzen. Stärke 8, Widerstand 7, oder? Ja. Auf die 3. Tap, 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 tap. Minus 4 W6 Schaden. Minus 4? Dann habe ich gar nichts. Also 2 mal W6. Wow! 11! Wie viel Leben hast du? 11, oder? Ja, er ist tot! Ich nehme den goldenen Würfel. Jawohl. Nein, er explodiert nicht, aber er ist tot. Okay, dann geht mein Seuchenmörser ins Leere. Und dann hat der Entrophiekanonen-Monster gut gehittet. Und zerstört da hinten den Panzer, genau. Da liegen jetzt nur noch die... wie heißt das? Das Wrack. Ihr wisst ja, normalerweise wird so ein Teil entfernt, aber wir lassen es liegen, weil es cool aussieht. Und es kommt grüner Rauch raus. Genau, geil. Ja, somit war es das hier und mein Dämonenprinz versucht noch einen Charge anzusagen auf deine Marines hier. Ich glaube, da brauche ich einen 8er Charge, weil ich ja innerhalb von 9 Zoll Reichweite bin. Das heißt, deine 2 Intercessors dürfen noch Abwehrfeuer geben. Ja, 4 Schuss. Mhm. Nothing. Nothing. Bitte schön. Charge. Oh, tap, 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 tap. Der geht rein. Dämonenprinz ist im Nahkampf und haut drauf. Ich habe eine schwarze Attacke mit einer Klaue, die anderen mit dem Schwert. Ich treffe auf die 2. Ja. 1er wiederholen. Und hier darf ich eine zusätzliche wegen Tod dem falschen Imperator. Ja. 1er wiederholen. Naja. Einer geht weg, die anderen treffen. Stärke 7, Entschuldigung, auf Widerstand 4, auf die 3. Ja. Dann gehen 2 verloren. Das ist 3 mal -2. 3 mal 5. Boah! Krass. Bam, bam, bam. Das wären dann bitte einmal 3 Schaden. Ja, der ist tot. Hast du jetzt echt den Marker noch? Ja. Nein, ich kann zurückhauen. Ja, haut zurück. Ein Intercessor hat Attacken. 7.000. Also mindestens 100. Wenn also jetzt mir gefällt es gar nicht, dass du jetzt tatsächlich den Marker noch hast. Was kann jetzt wieder noch machen? Intercessors. Haben die irgendwie Moral mehr oder sowas? 2 Attacken. Ich habe 2 Attacken von Haus aus. Ich bin angegriffen worden und ich habe mir eine Attacke gezaubert. Oh no. Das treffe um 1 besser, weil ich Blood Angel bin. Mhm. Das heißt, ich treffe auf die 3, auf die 2. Und den 6 zu meinem Captain. Captain, mein Captain. Yes, darf ich einzeln wiederholen. Oh, schade. Stärke 4, 5. Eine Verwundung ohne Durchschlag. 2 Rüster. Nein! Wie viel Schaden? Einer. 4er viel Pain wegen meinem Relikt. Ja. Juhu! geschafft. Also es ist nichts passiert. Hast du einen Moralwert? Ja, wir haben Moralwert 7. Ich habe leider nur 2 Kommandopunkte. Ich muss das fast ausgeben, weil ich sonst das Ziel nicht halten kann. Naja. Gut, dann bist du da dran. Ja, und ich verteidige damit 3. Du verteidigst 3, somit bekommst du nochmal 2 Punkte. Juhu. Ich habe hier drüben sichere 4 und bekomme schon mal einen Punkt. So, Runde 2, Tom bewegt sich wieder. Jetzt werden wahrscheinlich die Sanguinischen kommen. Und ich bin aber bis jetzt noch ganz gut dabei, würde ich sagen. Jetzt werde ich, wenn es gut läuft, nochmal 4 Punkte machen von den verteidigten Zielen. In der ersten Runde habe ich ja auch 2 gemacht, weil der Tom sichere 4 als extra Ziel angesagt hat. Glauben wir zumindest im Hintergrund. Wir haben es uns nicht mitgeschrieben. Wir machen es jetzt einfach so. Und wir haben auch gerade schon wieder gemerkt, dass wir ein bisschen durcheinander kommen, wie die Mahlstrom-Mission funktioniert, dass man 5 Karten auf die Hand ziehen darf und dann 3 legen und was man abwerfen darf. Also da kann es auch sein, dass man vielleicht ein paar Fehlerchen spielen, ist aber egal, weil wir spielen ja hier zum Spaß. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie heftig er jetzt im Nahkampf zuhört, weil was ich jetzt gesehen habe, was der eine Intercessor schon allein an Attacken kriegen kann, ist das schon ganz schön heftig, was die Blood Angels da raushauen. Und jetzt... ja, jetzt wird es, glaube ich, schon zäh. Ich hoffe, dass er meinen Daemon Prince nicht tötet, weil da ist jetzt wirklich auch nochmal, kriegt er ordentlich Punkte dafür nach seinen Missionszielen, die er gezogen hat. Und das wäre halt schon schön, wenn der namenlose Daemon Prince noch eine Runde überleben wird. Mal abwarten. Die Blood Angels haben sich bewegt. Was ist hier passiert? Und zu Beginn der Bewegung hat mein, aktiviert mein Chaplain, die alle Trefferwürfe im Nahkampf Litanei, ich glaube Litanei des Hass ist das, auf die 3+ macht er das. Die funktioniert, ja. Das ist sehr gut, das heißt alles in 6 Zoll darf alle Trefferwürfe im Nahkampf wiederholen, das ist natürlich fantastisch. Das wird jetzt übel. Deine Ziele vielleicht gleich noch? Genau, Ziele. Ich habe aufgezogen und habe noch im Spiel gehabt... Was, du hast dich ausgezogen? Ja. Einmal Blut vergießen, das heißt eine Einheit im Nahkampf erschlägern, das will ich sowieso machen. Dann Tapferkeit der Engel. Ich muss ein Charaktermodell erschlagen, das ist offensichtlich der Prinz. Und wenn es ein Charaktermodell von mir macht, bekomme ich sogar 2 Punkte. Also W3, aber wir machen eine W3 fest. Ja, und du kriegst noch einen Punkt extra, weil ich das Ziel ausgewählt habe. Genau. Macht einen goldenen Sanguinius-Würfel drauf. Tada. Und einmal sichere D3, das macht mein tapferer Marine, der überlebt hat. Der Penner. Und jetzt nicht mehr im Nahkampf ist. So ein Penner. Okay. Ansonsten, die Einheit ist hier nach vorne, bewacht aber das Ziel. Mein Librarian ist gesprungen, der durfte sich ja wegen Schwingen des Sanguinus noch in dieser, bis zur nächsten Psi-Phase, also in dieser Bewegungsphase, noch 12 Zoll bewegen. Cool. Der Captain ist nach vorne gegangen. Das sehe ich gar nicht wegen der großen Sense. Der zielt schon auf das eine Arm. Ja, ja. Der Chaplain ist nach vorne gesprungen. Der andere ist nach vorne gesprungen. Der goldene Typ. Der Sanguinary Ancient. Und die Sanguinary Guard ist gelandet. 9,1 Zoll weg von den Poxwalkern, 9,1 Zoll weg von den Plague Marines und genau 9 Zoll weg vom Prinz, damit ich mit die Bolt Guns auf den Prinz schießen kann. Aha, so genau hast du das gemessen. Ja. Mit deinem Lasermesser. Genau. Der ist immer noch tot und ist da noch was drin? Genau, in der hier vorne im Eck steht die 5er Einheit, die ist nach vorne. Mir ist der Angriff auf den Crawler zu weit. Das ist hier übrigens der Original-Shop vom Taschengeld-Dieb. Da arbeitet der hier im 40k-Universum. Nachdem er coronamäßig geplündert wurde. Genau. Gut. Genau, also ich kann es leider nicht verhindern, dass der Dominik diese Runde extrem viele Punkte macht. Aber schauen wir mal, vielleicht bekommen wir irgendwas kaputt. Gut. Gut, dann würde ich gleich zaubern. Zauber doch mal. Einmal Schwingen des Sanguinius auf sich selbst. Auf sich selbst. Das ist eine 7, das würde funktionieren. Was kannst du noch zaubern? Plus 1 Attacke, oder? Plus 1 Attacke. Ja, dann mach doch die Schwingen mal. Ich will die Attacke gerne machen. Er ist wieder geschwingert. Er schwingert. Er ist im Schwingerclub. Dann will ich den, nachdem ich im Swingerclub, will ich im Swingerclub meinen Zorn entfesseln. Ja. Auf den Captain plus 1 Attacke. Das ist eine 3, das funktioniert nicht. Ich will es aber nicht wiederholen, weil ich hebe mal meinen Reroll auf für, für den Angriff. Schaut schlecht aus im Swingerclub. Silvester im Swingerclub, kennst du das ja. Dann würden wir ein bisschen schießen. Schießen wir ein bisschen. Die Einheit hier wird alles auf die Plague Marines schießen. Auf die hier unten? Jawohl. Und da ist keiner in doppelter Reichweite. Nein, dann schieße ich die beiden Plasmas auf den Prinz und alle Bolter auf die Plague Marines. Okay. Das sind drei. Überladest du? Die Plasma überlade ich. Okay. Die drei Bolter auf die Plague Marines. Einsen darf ich wiederholen wegen meinem Captain. Wunderbar auf die 3 plus. Und 5, weil du hast Widerstand 5. Mhm, genau. Einmal ohne Durchschlag. Dann habe ich einen 3er Rüster. Juhu, Tab! Dann die beiden Plasmas. Der goldene ist der Sergeant. Auf die 3. Ein, Doppel 1. Oh, aber Snake Eyes. Captain. Fuck. Doppel 2. Keiner gestorben, aber nichts getroffen. Ja, gut gemacht. Jeder hat noch einen Schuss. Weil ich bin in halber Reichweite. Ha, die Doppel 4, komische Würfel sind das. Ja. Wirft man alles doppelt. Stärke 8, das heißt auf die 3. Einmal mit minus 3. Das war auch noch auf die Marines, oder? Nein, das ist auf dem Prinz jetzt. Minus 3? Jawohl. Der hat einen 2er Rüster wegen seiner Platte. Somit bekommt er jetzt eine 5. Tap. Sei kein Tap, spiel mit Tap. So würde das der liebe Immotech sagen. Dann schieße ich als nächstes die Sanguinary Guard. Das sind 10 Schuss der Sanguinary Guard auf den Prinzen. 7, 10 Mal. Und die treffen auf die 3 plus, jawohl. Darf ich nichts wiederholen, weil mein Captain zu weit weg ist. Weil sie doof sind. Das sagt man nicht. Deine Sanguinien sind doof. Auch Sanguinary Guard haben Gefühle. Okay, Entschuldigung, Sanguini, da. 4, 5, das wären dann, sonst grantig, 3 Wunden. Puh. Und zwar mit dem Angelus-Bolter ist minus 1. Auf meinen Prinzen? Jawohl. Das heißt, 3er Rüster. Rüster. Alles klar, dann habe ich gleich hinterher noch den Sanguinary Ancient. Oh, Obacht, der Prinz muss nissen. Alle angesteckt. Der Sanguinary Ancient. Das gleiche. Der trifft auf die 3, wunderbar. 5. Einmal mit minus 1. 3 Rüster. Ah, unverwundbar. Ja, unverwundbar. Ich habe ein bisschen Angst vor Nahkampf. Ansonsten habe ich hier Sturmbolter. Der Captain, der trifft auf die 2. Einsen darf ich wiederholen, weil er Captain ist. Wunderbar. 5. Einmal ohne Durchschlag. Einmal ohne Durchschlag? Ja. 2er Rüster. Der reicht wieder. Der Sorcerer schießt auf die Plague Marines. Der Sorcerer. Der trifft aber nur auf die 3. Stärke 4. Widerstand 5. Das sind 2 Wunden ohne Durchschlag auf die Plague Marines. Somit einen 3er Rüster. Einer ist safe, einer geht durch. Wie viel Schaden? 1. 5 will noch ein. Gibt's ja nicht. Und jetzt kommt's. Mein Chaplain hat eine Inferno-Pistole. Okay. Und er schießt. Ich weiß nicht, ob er auf die 2 trifft. Ja, nein, er trifft nicht auf die 2. Lusche. Er ist zurückgefallen, das war's mit Beschuss. Dann kommen wir zu den Nahkämpfen. Du hast Abwehrfeuer, oder, mit dem Prinz? Mit dem Prinz habe ich einen Flamer, ja. Genau. Machen wir das Spannende zuerst, die Sanguinary Guard. Die wollen angreifen. Ich nehme 3 verschiedene Würfel. Und zwar aktiviere ich Engel des Todes. Okay. Oder mache ich das? Wen greifen die denn an? Nein, das darf ich noch nicht machen. Ich muss erst mit einem anderen angreifen. Die Marines nehmen natürlich heldenmutig das Abwehrfeuer auf sich und greifen den Prinz an. Gut, der flammert alle zugrunde. Wie viel Schuss? 1. Mein Gott, dieser super krasse Flamer. Soll ich ihn nochmal wiederholen? Ach, was? Scheiß drauf. Wiederhole. Geil. Ein Nurgle Coronavirus-Marker auf die Seite. Auf die 6. 4. Das heißt 4 Schuss mit Stärke 5, also auf die 3. Genau. Ein Wiederholen wegen Seuche. Ja. Das heißt 4 mal mit minus 1 haben wir gesagt, ja. Genau, dann 4 plus. Und die 2, die nicht geschafft haben, 5er no pain. Also 5er Wunden ignorieren, 2 Tote vom Banner ist das Wunden ignorieren. Das habe ich sehr gut gemacht. Und wie weit komme ich? Ich bekomme ja plus 1, wunderbar. 11 Zoll. Das reicht. Schön, das reicht mir. Gut. 11 Zoll. Die drei glorreichen Halunken haben es geschafft, hier in den Nahkampf tatsächlich mit plus 1 auf den Angriffswurf, weil sie bleiben. Fast wie die Power Rangers, ja, blau-schwarz. Ne? Ja. Jetzt meine Sanguinary Guard. Ich aktiviere Engel des Todes und sage als Ziele an, einmal die Poxwalker, einmal die... Warte kurz, die Poxwalker hier hinten im Eck, ja? Genau, am Ziel, einmal die Plague Marines und einmal den Prinz zur Sicherheit. Okay. Engel des Todes, kast 2 Kommandopunkte, danach habe ich noch einen, ich darf jetzt 3W6 Zoll weit angreifen. Oh. Bekomme plus 1, habe ich schon oft noch nicht geschafft. Genau, so macht man das, wie man es nicht schafft. Gut gemacht, 7. Das sind 4, 5, 6, 7, 8. Das hast du sehr gut. Und ich habe noch einen Kommandopunkt übrig, ich muss jetzt hier eine 2 würfeln oder das wird nichts. Na, fantastisch. Das hast du gut verkackt. Ba, ba, ba. Wie so oft. Wie so oft. Oh weh, das war nicht schön. Hättest halt die Tab-Würfel genommen. Mach mal da mit 3 Tab-Würfel, schau mal, was passiert war. Obwohl, nein, du darfst nicht angelangen, Corona. Okay, nicht. Hier in der Quarantäne darf man nicht die gegnerischen Würfel anfassen. Aber ich kann 3 rote würfeln und schauen, ob es da was worden war. Nein, das ist genauso. Das sind einfach Scheißwürfel. Warte, ich würfel mal 3, ob es bei mir was war. Ja, bei dir sowieso, das sind 3 Sechser. Ja, nicht ganz, aber es reicht. Ziemlich Unterschnitt für die. Ja. Okay, geht schon weiter, oder? Im Nahkampf. Ja, schade, das heißt, ich habe keine Kommandopunkte und sonst passiert nichts mehr. Mhm. Den Zorn habe ich nicht entfesselt. Nein. Gut. Dann, mein Sanguinary Ancient will auch noch auf den Prinz, wieso auch nicht. Das schafft er wunderbar. Spielt auch noch so. Genau, ja, ich kann es noch ruhig herunterstellen, dass er nicht hinfällt. Nicht, dass er stolpert und sich die Nasen bricht. Genau. Also die würden normalerweise alle auf den Noppeln stehen. Ah, ich will bloß ein bisschen weiter nach hinten. Gut, oder so. Sehr schön. Dann kommen wir in die Nahkampfphase und jetzt muss ich nachschauen, wie viele Attacken ich habe. Gut. Ich habe von Haus aus 4 Attacken, weil ich ein Captain bin in Terminator-Rüstung und bekomme 1 dazu, weil ich angegriffen habe von Schockersold. Ich habe leider keinen Kommandopunkt mehr und kann mir keine zusätzlichen Attacken kaufen. Das ist jetzt hier der Hammer-Captain und der schlägt sofort zu, weil ich glaube, du schlägst ihn sonst im Gegenzug zu. Ich triff auf die 2 von Haus aus, minus 1 vom Hammer, aber plus 1, weil ich Blood Angels bin, das heißt auf die 2. Und ich darf 1 wiederholen, weil ich ein Captain bin. Sehr gut, ich habe zumindest schon mal alles getroffen. Dann habe ich Stärke 8, Stärke 4 und mal 2, Stärke 8, das heißt auf die 3, das wären 4 Verwundungen, genau. Minus? Minus, Energiehammer müsste minus 3 sein. Ja, gingen alle durch. Ja, es wären 3 Schaden jeweils. 3 Schaden jeweils, also 1, 2, 3. 4er fehlen noch Pains. Pustet auf die Würfel. Nein, nicht pusten, Corona. Pusten. Also, 4er fehlen noch Pain, haben wir gesagt. Ja. Das reicht nicht. Das sind 6 Wunden. Ja. Und er hat 7 Leben, oder? 8. Dann hat er noch 2. Ja. Heiligsblechle. Willst du dazwischen hauen? Ja, muss ich fast. Mache ich. Ich gebe 2 CP aus, 2 Nurgle-Coronavirus-Marker. Und hau dann dazwischen. So, da mein Dämonenprinz haut zurück und ob das jetzt sinnvoll oder nicht, er rächt sich an den Captain hier. Er will den jetzt töten. 4 Attacken mit dem Schwert, 1 Attacke mit der Kralle, alles auf die 2. 1er wiederholen. Die setzen schon mal. Dann, du hast Widerstand 4, oder? Ja. Alles mit minus einer schmalen Stärke habe ich 7. Dann auf die 3. Auf die 3. Passt schon. Hat vorne 6. Ist ja wurscht. Habe ich im Trefferwurf 6er gewürfelt wegen der Tote im Falschen. Ich hab nicht aufpasst. Ja, nicht. Ist wurscht. Ich darf einen wiederholen wegen. Nein, keine solchen Waffen. Das ist keine solchen Waffen. Gut, dann haben wir 3-mal mit minus 2 und einmal mit minus 2. Also 4-mal minus 2. 3-mal das Schwert. 4 plus Rettung. Oder was hast du? Minus? Minus 2. Ja, dann Rüstung oder Rettung gehen 2 durch. Genau, es sind jeweils 3 Schaden. Dann ist er schon. Nein, ich habe noch 4 Pain. Und einmal die Klaue, die halte ich. Das heißt, 2 gehen durch, das sind dann 6 Schaden. Und auf 5 plus ignoriere den Schaden. Also ihr könnt es tatsächlich überleben. Nein. Eine 5 gewürfelt, 6 sind durchgegangen, 6 Leben hat er, das heißt, er hat nur genau einen. Na, 5 sind durchgegangen. Und das waren jetzt 6 Würfel. 3, 4, 5, das sind 6 Würfel. Ja. Und einen davor habe ich geschafft. Genau, also sind 5 durchgegangen. Genau, ja. Dann hat er noch einen. Ja. Genau. Genau. Ah, ich konnte mich nicht rächen. Ja, okay, dann darfst du mit dem Rest zuhauen. Schön. So, als nächstes haue ich mit dem Chaplain hier zu. Wer ist das, der blaue? Der schwarze mit den Flügeln. Hat er da, ja. Eigentlich hätte ich mit dem als erstes angreifen sollen, weil der hat das Relikt-Jump-Pack, dass er kein Abwehrfeuer kriegt. Das habe ich ziemlich gut gemacht. Naja, 3 Attacken mit Angriff, 4 Attacken. Er trifft auf die 2. Und er dürfte wiederholen, das passt aber. Stärke 4, Stärke 5. Stärke 5, das heißt auf die 3, aber Blood Angel auf die 2, weil ich angegriffen habe. Okay, das ist sehr gut. Das heißt 4-mal mit minus 1. Dann habe ich 4-mal einen 3er-Rüster wegen meiner Spezialrüstung. Alles cool. Ja, mir fällt bloß gerade ein, dass ich theoretisch, ich muss mal kurz gucken, ich darf doch immer bei einer Wunde oder so eine Warum haust du dich selbst Attacke machen. Ah, ja. Da gucke ich mal schnell nach, wie das funktioniert. Also ich habe die alle gesaved und guck mal kurz. Ich darf jetzt, weil ich 4 Rüster geschafft habe, 4-mal auf 4+ gibt es eine tödliche Wunde für dich. Beim Hammer Captain glauben wir jetzt, dass ich da keinen Rüster geschafft habe. Wir sind mal nicht sicher, da sind alle durchgekommen, glauben wir. Mhm. Naja, gut, also 4+. Eine tödliche Wundung für deinen Schwarzen. Alles klar, dann hat er noch 3. Okay. Wer ist der Nächste? Dann nehme ich gleich meinen Librarian. Librarian. Der Librarian. Habe ich schon hergerichtet. 4 Attacken auf die 3+. Und ich darf alles wiederholen. Mhm. So. Und dann Stärke 5 mit der Psi-Axt, das heißt, ich verwunde die auf die 5, aber Blood Angel auf die 4, weil ich angegriffen habe. 2 Wundner mit minus 2. 4 Rüster, eine gesaved, eine geht durch. 4er viel noch Pain, oder wie viel Schaden machst du? 3. Wären 3. Okay, 3-mal viel noch Pain. 2 geschafft, eine geht durch. Ich habe ein Leben und ich darf eine, warum hast du dich selbst Attacke machen, einen Schaden für dich. Alles klar. Oh, einen hat er noch. 4 Lebenspunkte. Dann habe ich noch meinen Ancient. Also auf jeden Fall hat sich dieser Daemon Prince schon seinen Namen verdient. Also der hält schon gut was her. 4 Attacken auf die 3+. Den darf ich wiederholen. Warum? Wegen der Fähigkeit von ihm. Von wem? Vom Chaplain. Der hat die Litanei angemacht und alles 6 soll dafür misslungene wiederholen. Stärke 8, weil Faust auf die 3, aber Blood Angel auf die 2. Das heißt 3-mal mit minus 2, minus 3. Ja, dann geht einer tatsächlich durch. Oh. Wie viel Schaden sind das dann? W3. Oh. 3! 4er viel noch Pain. Einer geschafft. Ja, selbst will ich einen wiederholen, bringt nichts. Er explodiert in einer ekligen Schleimexplosion. Und hinterlässt den Coronavirus. Er hat alle angesteckt. Hitscha, hatschi, hatschi, hatschi. So. Ja, schade. Hier, das letzte Mal zu sehen für euch in diesem Battle Report. Gebt ihm einen Namen, schreibt es in die Kommentare, wie er heißen soll. Dieser wunderschöne Kerl, der Lord of Decay. Lord of Corona. Bist du durch? Ja, ich habe die Einheit noch, die tut sie nur neu positionieren, das war's. Das soll sie tun. Deine Runde, ich muss keine Moraltests machen. Wie schaut's bei dir aus? Was hast du geschafft? Hier sind 2 gestorben. Ich würfel jetzt mal schnell. Nix passt. Okay, also das passt auf alle Fälle. Dann ist sicher die 3 hier. Dann, ich habe Blut vergossen, ich habe den Prinz erschlagen und Tapferkeit der Engel, ich habe den Prinz erschlagen und mein Ancient hat ihm das Licht ausgeblasen. Das ist ein Charakter, das heißt, ich komme zusätzlich ein. Genau, und du bekommst zusätzlich ein, weil ich den ausgewählt habe. Genau. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Genau, du hast 5 Punkte gemacht, somit hast du insgesamt 9 und ich habe nochmal hier Verteidige 5 geschafft. und hier drüben verteidige 2. Das heißt, ich habe in meiner ersten Runde 6 Punkte gemacht. Und dann geht es jetzt weiter mit der Nurgle-Runde. Runde 2 der Blood Angels. Das hat fast sehr gut geklappt. Punkte waren sehr gut, 5 Punkte gemacht die Runde, also fantastisch. Ja, die Sanguinary Guard mit ihren 3W6 Angriffe. Plus 1. Mit Wiederholungswurf ist ja doch immer so nicht so die große Chance, dass man es schafft. Zumindest bei mir. Aber gut, wir stehen ein bisschen hinterm Haus versteckt. Die haben 2 plus Rüstung an und bewegen sie 12 Zoll weit. Das heißt, wenn die überleben, dann können sie immer sehr gut wo reinspringen und können ja dann trotzdem immer noch Rabatz machen. Ansonsten, der Prinz ist weg. Es hat tatsächlich alle meine Charaktere gebraucht, damit er auch tatsächlich weg war. Das ist ziemlich, also der ist extrem stabil. Ich habe ein bisschen meine restlichen Standards nach vorne gestellt mit der Nachrückbewegung, dass die Charaktere nicht sofort beschossen werden kann. Alles steht ums Banner rum, bis auf die Sanguinary Guard. Das heißt, ich habe 5 plus Wunden ignorieren auf alle meine Infanteriemodelle. Vielleicht schützt mich das etwas länger. Wenn ich so würfeln würde wie der Dominik, wird praktisch in der Runde gar nichts passieren. Glaube ich aber nicht. Und ich glaube, die Death Guard ist in Führung. Die hat nämlich auch sehr, sehr viele Punkte gemacht. Death Guard muss schaffen, Linie halten. Deswegen haben sich hier die Poxwalker ein bisschen nach hinten bewegt, dass sie in meiner Aufstellungszone stehen. Die beiden hier sind stehen geblieben, die sind noch in meiner Aufstellungszone. Deswegen hatte ich hier 3 Einheiten in meiner Aufstellungszone, was ganz gut wird. Dann keine Gefangenen, das heißt, ich muss irgendwas töten. Und den Königsmord, der mir einen extra Punkt gibt. Das wäre ja dieser kleine Typ neben dem Tabman. Der mächtige Captain. Ja, ja. Die Black Marines sind ein bisschen nach vorne gegangen. Diese Black Marines hier sind stehen geblieben. Er hier ist nach vorne gelaufen. Der Seuchenspucker 3 Zoll weit hat er sich bewegt. Und die Poxwalker haben sich, glaube ich, noch ein bisschen hinter das Häuslein gezogen. Ich habe in der Bewegungsphase die Fliegenwolke aktiviert, dass du nicht auf diese Einheit schießen kannst, außer sie ist die nächste Einheit. Ja. Und das war kein Treffer. Genau, und die im Haus oben sind auch stehen geblieben. Zaubern kann ich nicht mehr, das heißt, ich fange gleich mal an zu schießen, zu scheißen. Ich würde sagen, wir beginnen hier mit diesem Trupp. Da sind noch 2 Pestwerfer drin und 2 Bolter. Die sind innerhalb von 18 Zoll zu denen. Das heißt, ich habe 4 Schuss Bolter auf die 3. Ja. 1er darf ich nicht wiederholen, 2er auch nicht. Das sind 2 Treffer, Stärke 4 Widerstand, 4 auf die 4. Das ist ein Treffer, eine Verwundung. 3 plus, das ist eine 1, auf 5 plus ignoriere das. Nein, ein Toter. Juhu! Oh nein! Als nächstes können diese hier gleich schießen. Die sind auch innerhalb von 18 Zoll, da habe ich die gleiche Bewaffnung. Das heißt, 2 Bolter und... Halt, ich habe auch noch 2 Pestwerfer hier. Ja! Sorry, 2 Pestwerfer, auch auf den Trupp, auf die 3. 2 Einser sind nix, aber hier 2-mal Stärke 6 auf die 3, sind 2-mal mit minus 2. 5 in. Einer geht durch, wie viel Schaden? W3. 3. 3 Fünfen. Krass, heftig. Heftig. Ja. Okay, wir machen auf der anderen Seite... Der Imperator beschützt. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche, 2 Bolter, 2 Pestwerfer wieder auf den Trupp hier. Die Bolter, einer verfehlt, 4-4, nix. Und dann noch die Pestwerfer, 3-3, 1-1, 2-mal auf die 3. Ein Pestwerfer geht durch mit Stärke, mit minus 5 plus Rüstung, minus 2, yeah. Dann hier oben der Trupp schießt auf den Trupp hier. Ich will sie töten. Da haben wir einen Bolter mehr, weil da hat der Chef auch einen Bolter. Ja. Und 2 Pestwerfer, also Bolter. Wahnsinn, sind die gut. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Einmal den Bolter bitte. 5 plus ignorieren. Juhu. Das gibt's ja nicht. Ignoriert, ignoriert. 2-mal Pestwerfer. Die eigene Medizin ist das. Ja, ja. 2-mal auf die 3. 1 wiederholen. 1 wiederholen, wegen einer solchen Waffe. Das sind 2-mal mit minus 2. 5. Gehen beide durch. 2-mal. Der erste bitte. W3. Einer. 5 plus. Ignoriert. Das gibt's ja nicht. Der zweite. 3, 2. Ah, endlich einen getötet. Oh nein, oh nein. Okay, jetzt muss ich mal kurz nachmessen. Mein Blackburst Crawler macht das Beste, was man machen kann. Er teilt sein Feuer auf. Und zwar das komplette. Mörser geht hier rein. Die zwei Entrophie-Kanonen ballern beide auf den einen Typen, Primaris. Ja. Und das Maschinengewehr auf den kleinen hier noch. Ich fange gleich mal an mit dem Maschinengewehr. Alles klar. Alles auf die 4. Ich darf 1er wiederholen, wegen mein Chef. Oh, das war gut. Juhu! Besser. Ja, ja. Stärke 5, Widerstand 4 auf die 3. Das sind 3 mal bitte. Minus 1. 4en. 2. 2. 5 zum Ignorieren. Okay, nein, er ist tot. Endlich ist er tot. Dann meine 2 Entrophie-Kanonen auf den Primaris, der wo hier so ganz blöd dahinter zeigt. Auf die 4. Ein Tab habe ich da. 6 Schuss. Stärke 8. Achso. Nee, nee, das ist der Entrophie-Kanon. Stärke 8, Widerstand 4 auf die 2. Ja. Tab, 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 minus 4. Nix. W6 Schaden. Tab, 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 Tab. Jetzt habe ich aber mal aufgeräumt hier. So, jetzt mit meinem Seuchenmörser. W6 Schuss. W6 Schuss. Das sind 3 Schuss, bitte. Weißt du was? Ja, nee, nein, die nimm ich. Seuchenmörser schießt hier in die Ruine 3 Schuss. Auf die 4. In den, zweimal. In den Taschengeld-Deepshop. Genau, in den Taschengeld-Deepshop. Der hier, ne, hier ist der Taschengeld-Deepshop. Stärke 8, Widerstand 4 auf die 2. Ja. Sind es zweimal mit minus 2. 5 plus. Krass. Sanguinius. Krass, 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 krass. Heute ist echt krass. Naja gut, das war der Beschuss hier. Und dann habe ich hier einen letzten noch. Mit meinen Seuchenspucker W6 Schuss mit Stärke 2W6, glaube ich, war das. Ja, ich muss es schnell nachschauen, da kannst du mir einfach zeigen. Also, W6 Schuss auf ihn mit Stärke 2W6. Ich muss jetzt erstmal die Stärke ausermitteln und dann die Schussanzahl. Stärke 8, das nehme ich mal. Das ist okay. W6 Schuss. 1. Und den wiederhole ich jetzt mit meinem Command Point. Ta, ta, ta. Dann habe ich noch 2. Also, bitte eine Tab, 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 Tab. 5. Das reicht mir. Auf wen schießt du eigentlich? Auf er. Okay. Das ist der nächste. Du musst nicht auf den nächsten schießen. Achso, ich darf es mal auswählen. Charaktere decken sie nicht gegenseitig. Ah, ja stimmt. Dann darf ich gerne den Kriegsherrn töten. Ja, logisch. Ja, da wird es nicht tot. 9 Zoll, oder? Ja, denke schon, oder? Passt, super. Ah, cool, aber es nicht tot. Ja, dann ist der natürlich... Der hat eben noch einen Lebenspunkt. Ja. Wie sagt du darfst da den TP zurücknehmen und mit einem Schuss riskieren. Nein, nein, aber wie heißt das mit auf Spatzen schießen, mit Kanonen auf Spatzen ja, schießen, genau. Oder? Also, alles mit Stärke 8 auf Widerstand 4 ja. Auf die 2. Naja, die sind nochmal alle drin. Das waren 5, oder? Ja, ja, 5 mal mit minus, was haben wir gesagt, minus 3. 4 plus. Ah, wie viel Schaden? 3. 3 Schaden, nein, 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 nein. Er ist tot. 3 mal 3 ist 9. 3. 6, 9. Okay, er ist tot. Gut, geil, habe ich es echt geschafft, den König zu ermorden. So was macht man eigentlich nicht. Nein, König wird nicht ermordet. Gut. Außer Joffrey. Kill Joffrey. Ich bin mit meinem Zug tatsächlich soweit durch. Ich habe die Linie gehalten und mache so mit einem Punkt. Ich habe, wie viele Einheiten habe ich getötet? 3, gell? Eine... 2, 3, ja richtig. Das heißt, ich bekomme 2 Punkte. Aha. Also 1, 2, 3. Königsmord auch nochmal 2. Plus 1 wegen dem, wo du ja. Ausgesucht hast. Also 3 sind 6 Punkte. Mhm. Mächtig, mächtig. Das heißt, es steht jetzt 12 zu 9 für die Corona Guard. Nein, 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 nein. Hatschi, hatschi. Gut sieht's aus. 12 zu 9 für die Corona Guard. Ja, punktemäßig schaut es gut aus. Jetzt wird der Tom halt wahrscheinlich gucken, dass er alles so weit wie es geht in den Nahkampf reinschmeißt. Ich muss gucken, ob er mich irgendwie umzingeln kann, weil für mich wäre es natürlich gut, wenn er in den Nahkampf kommt, wenn ich dann wieder rausziehen kann und mit anderen Einheiten drauf schießen, weil ich bin ja heute tatsächlich eher beschusslastig ausgerüstet. Aber ich denke mal, dass er das jetzt schon schaffen wird, dass er mir irgendeine Einheit so wegbindet, dass er immer von Nahkampf zu Nahkampf hüpft, wobei er mir die Einheit wahrscheinlich im Nahkampf dann auch gut zusammenhauen wird. Da werde ich jetzt mal sehen, wie es dann auch mit den Punkten weitergeht. Aber momentan sieht es ganz gut aus, dass ich den Virus hier weiter verbreite. Die Blood Angels haben sie bewegt. Die komplette Armee ist nach vorne. Das ist schon ziemlich cool. Alles bewegt sie 12 Zoll. Sogar die Typen in Terminator-Rüstung. Die Einheit im Haus ist nach vorne. Ich bin jetzt in der Reichweite, dass ich mit Melter schießen kann und vielleicht einen Nahkampf ansagen. Ist relativ weit, aber vielleicht schaffen wir es ja. Das wäre ganz cool. Dann hier, meine komplette Charakterabteilung ist nach vorne gehüpft. Der Zauberer hatte immer noch die Schwingen an, das heißt, er darf sich 12 Zoll bewegen. Der Chaplain ist nach vorne, der ignoriert Abwehrfeuer, der will auf ihn draufhauen. Der Ancient ist nach vorne, soweit er kann, um die 6 Zoll 5 plus Wunden ignorieren auszugeben, den 6 Zoll. Er, habe ich klar angesagt, will wieder 6 Zoll Trefferwürfe wiederholen machen. Das würfelt jetzt gleich, das funktioniert auf eine 3 plus. Jawohl, das funktioniert, das heißt, ich habe wieder die Bubble. Und die Sanguinary Guard ist hier nach vorne gesprungen, die wollen die Plague Marines vermöbeln. Dann würde ich gleich zaubern. Der Librarian macht sich selber wieder die Schwingen an. Wunderbar, das funktioniert, das heißt, er kann fliegen. Und dann... Der Librarian lässt einen fliegen. Möchte ich den Zorn entfesseln. +1 Attacke, und zwar würde das, glaube ich, tatsächlich... Ja, auf die Sanguinary Guard als Geiles. Mit einer 7 wird es funktionieren. Du hast nichts zum Bannen. Na, leider nicht. Okay, nice. Hier der Zorn entfesselt. Oh nein, der Zorn. Meine Sanguinary Guard wird dann auch schießen. Und zwar würde ich auf die Einheit Plague Marines schießen. 10 Schuss. Auf die 3. Viele Zweien. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare sein, ob man die Würfel überhaupt sieht auf dem Bild. Ja, ich glaube, teilweise schlecht. Also die roten und goldenen gehen, glaube ich, aber die schwarzen schauen schlecht aus. Eine mächtige Wunde mit -1. Einmal die 3 bitte. Na, die 4, Entschuldigung. Widerwärtig 10. Nein! Nein, es ist doch nicht gestorben. Ein Bolter geht. Dann wird der Ancient das gleiche machen, also der mit der Fahne schießt auch auf die gleiche Einheit, der trifft auch auf die 3, 1 darf ich nicht wiederholen. 5, nichts passiert. Dann einmal hier er, der Librarian in Terminator-Rüstung, schießt seinen Sturmbolter, der trifft auch auf die 3, sehr gut. Oh. Und auch 5, weil du so ekelhaft zäh bist. Einmal, aber ohne Durchschlag. Gut, dann mache ich einen 3-Rüster. Und dann mache ich einen widerwärtig C. Ja. Und es geht nochmal ein Bolter. Bolter tot. Oh, und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Chaplain mit seiner Inferno-Pistole. Oh nein. Schießt ihn in den Kopf. Der Chaplanius. Bam, 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 bam. Auf die 3. Hahaha, das ist eine 3. Stärke 8. Dann auf die 3 wahrscheinlich. Ja, wieder Stärke 5. Ja, das ist eine 4. Geil. -4. -4. Hast du Rettung? Ich muss mal schnell gucken. Rettung habe ich keine. Inferno-Pistole, W6 Schaden, weil Melterwaffe, ich bin in halber Reichweite, 3 Zoll, das heißt... du würfelst eine 1. 2W6 und ich darf den höchsten aussuchen. Ich nehme natürlich die 1. Widerwärtig C. 3 gehen durch, er hat Lebenspunkte 4. Jetzt könnte ich nochmal einen Befehlspunkt wiederholen. Na, dann hat er noch Ohren. Sehr gut. Dann habe ich die Einheit hier drüben noch. Die hat noch nichts gemacht. Schauen wir ganz durch. Ja. Die Bolter schießen alles auf den angeschlagenen Plague Marine Trupp. Auf den hier? Ja, genau, richtig. Und vorne im Trupp der Melter. Meldet hier auf das Fahrzeug. Auf die 3. Ja. Stärke 8. Auf die 4. Ja. -4. 5 plus Rettung. 5 plus Rettung. Dämonenretter, gell? Den wiederhole ich. Den wiederhole ich mit meinem Kommandopunkt. Na, okay. Ja. W6 Schaden. Aber nicht halbe Reichweite. 3. Okay. 3 Schaden. Ja. Widerwärtig C. Einer. Oder 2 verloren. Und 3 Bolter auf die Plague Marines. Auf die 3 sind 2 Treffer. Und auf die 4. Auf die 5, Entschuldigung. Aber eine Wunde. Hierhin. Ja, richtig. Einmal kein Durchschlag. Die haben die Fliegenwolke an. Du konntest auf die gar nicht schießen. Okay, dann ist nichts passiert, weil dann hätte er auf den Crawler. Oder dann schieße ich die Einheit oben. Ja, dann habe ich jetzt an... 2 plus Rüstung. Einen, oder? Genau, einen. Gesaved. Okay, war da ist die gleiche Einheit, hätte jetzt keinen Unterschied. Ja, na, war wurscht gewesen. Der Beschuss war legal, weil ich ja... die nächste Einheit war. Genau, weil es die nächste Einheit war. Ja, kann man höchstens schauen mit dem, aber ich glaube, das passt schon. Na, ist okay. Gut. Ist mir jetzt bloß gerade aufgefallen, dass die Karten da liegen. Ja, aber die beiden haben drauf geschossen. Ist okay, ja. Na, passt schon. Okay. Wurscht. Sind wir ja nicht zum Krieg. Dann wären wir schon bei den Nahkämpfen. Oh nein! Ja, 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 ja. Das ist Runde 3, gell? Genau. Er will ihn kaputt machen. Kein Abwehrfeuer. Warum? Relikt. Oh nein. Die Engel schwingen. Das plus 1, das reicht sehr gut. Mhm. Müssen wir noch mal schauen, weil der nahkampfmäßig konnte irgendwas. Okay, ja. Der darf irgendwas erster zuhauen oder irgendwie sowas. Die Sanguinary Guard auf die Plague Marines. Ja, die schießen jetzt richtig heftig Abwehrfeuer. Auf die Plague Marines da drüben. Ja, die schießen jetzt richtig heftig Abwehrfeuer. Das heißt, ich habe 2 Bolter. Ja. Das sind 4 Schuss. Ich schieße gleich beide gleichzeitig, oder? Ja, ja, passt. Ein 6er haben wir da schon mal dabei. Das ist 4-4, das ist die nix. Ja. Und dann habe ich hier 2 Pestwerfer und auf der anderen Seite auch 2 Pestwerfer. Ja. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 2 Sechsen zum Verhexen. Was haben wir? Stärke 6, Widerstand 4 auf die 3. Einmal mit minus 2. 2 plus Rüstung, das heißt 4 plus. Yeah. 7 plus 1 ist die 8. Ja, da kommst du hin, da drüben glaube ich sogar auch. Muss ich dann mal kurz zu dir rüberkommen. Also hier was. Gut, die Sanguinians sind da. Genau, die sind hier so rein. Der kann sich mal umdrehen, damit er sieht, wo er hinhaut. Dann den Zauberer. Einmal hier in die Nurgle-Garde. 4 Pestwerfer. Und in die dahinter sind Poxwalker. Poxwalker, ja. Genau, die sage ich mit an. Einer trifft. Eins wiederholen. Dann ein Tab, bitteschön. Der geht durch. Minus 2, W3 Schaden. Ja. 3. 5 plus ignorieren. 3 Schaden. Nix ignoriert, da hat er noch eines. Oh no. Geil. Wie weit komme ich? 8 Zoll. 8 plus 1. Oh weh. Kann ich die beide irgendwie haben? Na, weil es im Haus, also wegen der Wand. Weil die da so blöd stängern, dass du da nicht hinkommst. Dann hopfe ich einfach noch da. Okay. Und ihr auch auf die Plague Marine und auf die Poxwalker. Okay. Ja, der haut auch da drauf, weil ich mag in 6 Zoll zu hier. Und zu hier bleiben es halt dann auch 6 Zoll. Sehr gut, sehr gut. Gut. Dann wird jetzt fleißig gekämpft. Und hier. Ah ja. Da drüben auf was? Auf den warte. Ich darf jetzt heftig Abwehr schießen. 2 Schuss Entrophie-Kanon. Nope. 4 Schuss Maschinengewehr. Yes. Eins wiederholen. Ein Tab. Stärke 5, Widerstand 4 auf die 3, nichts. Und W6 Schuss von Mörser. 3 Schuss. Einmal. Die sitzen einer. Ja, stimmt, einer. Einer. 5. Nein, ein Toter. Peng. Gut, dann Charge. Weit. Okay. Oh, 10. Das 11. könnte... Ich bekomme plus 1, weil ich Blood Angel bin. Das reicht. Das ist schön. Okay. Das ist schön. Die sanguinische Garde schlägt zu. Und zwar habe ich jetzt einmal jeder 3 Attacken, die 2 Äxte und die Faust. Äxte auf die 3 und Faust auf die 4. Äxte auf die 3, Faust auf die 4. So, gar nicht mal so gut. Der auch nicht. Genau, ich kriege bloß sonst aus verbunden. Wow, war das schlecht. Dann die Axt hat Stärke 4, Stärke 5, das heißt auf die 4, aber Blood Angel, das heißt auf die 3. Zweimal und die Faust sowieso auf die 2. 2 wegen Blood Angel. Aber schon auf Full 6er immer. Ja, ist cool. Also entweder richtig scheiße oder 6er. So, die Faust ist minus 3. Einmal -3. 6er. Nein! Wie viel Schaden? Wie 3. 3. 2, Entschuldigung. 2. Einer tot. Und die Äxte sind -2. Das geht natürlich wieder im Bolter. -2. Zweimal -2. Ja, zweimal wie viel Schaden? Wie 3. Einer und 3. Einer. Und 3. Ja, nochmal 2 Tote. Schön. Upsi. Ein Bolter und ein anderer. Ein Zeichenspucker. Gut. Dann, wenn es du nichts ausmachen, würde ich gleich den machen. Na, der darf nicht. Der schon. Der schon. Ja, genau. Wegen mein Fall Blight Spawn, alles in 7 Zoll, darf er nicht als erstes kämpfen. Genau. Der darf. Der Librarian. Der blärt man so. 4 Attacken auf die 3. So, Stärke 5, das heißt auf die 4, aber Blood Angel auf die 3. Zweimal mit -2. Einer geht durch. Wie 3 Schaden? 1. Haha! Oh nein! Halt! Na, das ist ein Druck, das ist wurscht. Das ist ein Druck, ja. Nehmen wir den weg. Wie du magst. Dann habe ich als nächstes meine Standardeinheit. Mhm. Hier schlägt die Einheit zu. Ich habe 6 Attacken mit den normalen Marines und 3 vom Sergeant mit der Faust. Auf die 3, auf die 4. Ein Treffer. Und alle Treffer. Die verbunden auf die 6, weil Stärke 4, aber Blood Angel auf die 5. Ich bekomme immer +1 aufs Verwunden. Einmal und Durchschlag. Und die Faust, Stärke 8 auf die 4, Blood Angel auf die 3. Entschuldigung. Der würfelt eine 1. Toll. Einmal ohne Durchschlag mit einem Schaden. Oh, ja. Wieder werde ich zählt. Nein. Ja. 3 Schaden hat er schon gekriegt. So, und jetzt kann ich aktivieren, dann würde ich als erst ihn hier aktivieren. Dann aktiviere ihn doch mal. 4 Attacken. Und er darf alle Misslungenen wiederholen, weil er ein Chaplain ist und sein Gebet angemacht hat. Mhm. Und er hat Stärke 4, Stärke 5 und bekommt +1. Genau. So ist es, wenn man zu viele Einmerkerl hat. Das heißt, auf die 4 plus, auf die 3 plus... Auf die 3 plus. Zweimal mit -1. Zweimal -1? Ja. Auf dem Fall Blight Spawn war das. Richtig. Jetzt, einer ist safe. Das sind 2 Schaden. Wieder wird der C. Einer ist durchgegangen. Er ist tot. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der explodiert. Ne, der explodiert nicht. Das ist der andere. Okay, mein Fall Blight Spawn ist gestorben und ist Geschichte. Dann darfst du somit, weil der ja tot ist, glaube ich, auch noch mit ihm gleich zuhauen wahrscheinlich. Genau, da kann er noch ein bisschen so. Mhm. Das ist dem seiner. Der dann, Pink, der hat 3 Attacken, bekommt 1 dazu, weil er angegriffen hat. Der trifft auf die 3, auf die 4, weil er Faust hat. Und darf Misslungene wiederholen. Die sind misslungen, den darf ich nicht wiederholen, weil den hätte er eigentlich getroffen. Das macht, weil er ein 6 Zoll zum Chaplain ist. Mhm. Die 3 trifft nicht. Ups. Zweimal, oder was? Zweimal, nein. Und jetzt E-Faust. Achso, jetzt. Stärke 8 auf 5 auf die 3, aber Blood Angel auf die 2. Dreimal mit -3. Dreimal -3. Nothing else matters. Er ist tot. Achso, okay. W3 Schaden. Ja, tot. Dann darf ich zurückhauen. Ja, bitte. Mein einer Space Marine. Geht ein bisschen so an die Haus. Muss ich tatsächlich schnell schauen. Mein einer Corona Marine haut auf die 3 mit einer Attacke. Jawohl, ein Tab. Somit eine zusätzliche, wegen Tod im falschen Imperator. Trifft auch noch. Ja. Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Zweimal bitte auf die da. Ja, 2 plus. Fliegende Terminatoren. Wunderbar. Nichts passiert. Okay. Mein Blackburst Crawler haut zurück, 3 Attacken auf die 6 mit Stärke 7, nichts. Gut, da ist nichts passiert. Aber wir haben noch was entdeckt und zwar die Sanguinische Garde hat noch was. Die haben ja eigentlich den Zorn entfesselt, haben sie aber vergessen. Genau, die waren jetzt gar nicht so zornig. Richtig, also da hat jeder eigentlich noch eine Attacke mehr gehabt. Deshalb nochmal zwei Äxte, zwei Schwerter und die Faust. Auf die 3, auf die 3, auf die 4. Schwert, Axt, schau, das mag man nicht. Schwert, das ist eine Wunde und die hat bestimmt minus 2. Tab, dann ist egal. Juhu, also ja, so ist es. Wenn man was vergisst, dann zeigt es nicht. Ja. Das war es dann tatsächlich, gell? Ja. Ich muss aber hier einen Moraltest machen. Da sind gestorben, glaube ich, 3. 3. Moral von 7. 6 und 3. Das heißt, er stirbt. Okay. Er hat Angst. Oder haben die irgendwie besondere Moral? Na, die haben normale Corona Marines, ganz normal. Genau, und du darfst das nicht wiederholen. Na, weil die Koop, wie heißt das? Ja, heftig. Somit? Die keine Furcht kennen. Hast du was geschafft? Ja, ich habe keine Gefangenen. Wenn gilt die Einheit als zerstört, ja, dann bekomme ich hier 2. 2. Weil ich 3 Einheiten zerstört habe. 1, 2, 3. Dann habe ich hier Reinheit durch Blutvergießener, wenn ich was im Nahkampf erschlage, aber ich habe nicht 3 Einheiten erschlagen, dann bekomme ich hier noch einen Punkt, sind insgesamt 3 Punkte. Und schnelles Vorrücken schmeiße ich ab. Okay, dann bekommst du quasi nochmal 3. Somit steht es jetzt 12 zu 12. Ja, das schmeiße ich ab, das ist Käse. Runde 3 der Blood Angels. Also was ich vorher Pech gehabt habe, habe ich diesmal Glück gehabt. Das war mal sehr gut. Der riesenlange Angriff auf den Crawler, das heißt, der schießt jetzt nicht. Das ist schon mal sehr gut. Eine Plague Marines aufgeräumt, das heißt, die schießen nicht mehr und die zweite schießt auch nicht mehr. Das ist jetzt nur eine Einheit über, ansonsten Poxwalker. Ich bin jetzt komplett in der gegnerischen Aufstellungszone. Viele meiner Charaktere leben noch. Die können auch, was noch schießt, schlecht drauf schießen wegen Sichtlinie oder andere Einheit näher. Jetzt kann ich, muss ich schauen, was die Karten bringen. Also ich bin punktemäßig hinten dran. Aber jetzt fange ich an, die Armee aufzuräumen. Das ist sehr gut. Und vielleicht schaffe ich es mit den Punkten auch noch. Das wäre super. Ich habe Verteidige 4 und missionskritisches Ziel auch die 4. Das ist hier drüben. Jetzt bin ich mit meinem Poxwalker 4 Zoll gerannt. Ich bin so weit wie es geht rausgegangen, dass ich vielleicht dieser sanguinischen Garde ein bisschen ausweichen kann. Das wäre natürlich cool, wenn ich hier nochmal Punkte mache. Dann habe ich Verteidige 3. Da hat der Tom mir einen extra Punkt gewährt, weil der ist hier in der Mitte, da werde ich niemals hinkommen. Die Poxwalker sind hier rausgegangen, damit die vielleicht hier die blöden sanguinische Garde angreifen können, dass die dann, wenn sie aus Nahkampf raushüpfen wollen, da nicht angreifen können, falls sie mich nicht im Nahkampf töten. Aber das ist halt zumindest so ein bisschen Notfallplan. Und hier drüben ist mein Chaoslord noch nach vorne gegangen, dass der hier vielleicht ein bisschen mit reinhauen kann oder so. Dann kommen wir auch schon in die Beschussphase, weil zaubern kann ich ja nicht mehr. Ich schieße gleich hier oben mit meinen 2, 3 Schussboltern und meinen Pestwerfern auf die sanguinische Garde hier unten. Also erstmal die Bolter. Ich schieße auf die 3. Einsen darf ich nicht wiederholen. 3-mal Stärke 4, Widerstand 4 auf die 4. Ein Boltertreffer auf deine sanguinische Garde. Oh nein, eine Rüstung. 2+. Ha! Oh nein, das hätte ich mir nicht gedacht. Dann haben wir Pestwerfer. Nein, beim Verwunden der Physik. Du meinst der Corona-Werfer. Corona-Werfer, genau. 2 gehen aber rein. 2-mal mit minus 2. 4+, einer geht durch. W3 Schaden. Ja gut, ist einer tot. Einer tot. Wir nehmen das Schwert. Dann kann ich hier drüben nicht schießen, weil der hat ja, glaube ich, einen Bolter, haben wir gesagt. Dann sage ich aber einen Charge an mit dem Captain hier drüben auf deine Marines. Du kannst da natürlich nicht Abwehrfeuer geben, weil du schon im Nahkampf bist. Ja. Also bin ich drin. Knapp, ganz knapp. Kabums. Und was jetzt eigentlich der Spannende ist, ich versuche mit meinem Poxwalker deine sanguinische Garde zu chargen. Hier auch? Nö, weil ich will ja, dass du mich nicht tot haust. Okay. 1, 2... Das sind die ersten beiden nichts und die zweiten beiden nichts. Bitte schön. Das reicht. Ja. Die charge ich mal und dann gucken wir weiter. Die Poxwalker sind hier im Nahkampf und jeder hat 2 Attacken. Ich hau auf die 5. Und mir geht es jetzt ja eigentlich bloß darum, dass ich schaue, dass ich die sanguinische Garde ein bisschen zurückhalten kann. Stärke 3, Widerstand 4, also auf die 4. Das sind dreimal Rüster mit der sanguinischen Garde, bitte. Jawohl! Auf die 2 plus. Den mache ich nochmal, oder? Hm. Ein Toter! Ja. Juhu, das war richtig gut! Oh nein, ein Schwert! Dann darfst du zurückhauen mit den Sanguinius-Typen. Ja, wenn ich... warte, ich darf eigentlich erst mit meinem Chaos-Lord zuhauen. Ja, okay. Chaos Lord haut zu. 4 Attacken plus eine wegen Kettenschwert. Alles auf die 2. Die sitzen und 2 kommen dazu wegen Totem falschen Imperator. Das ist gut. Stärke 4, Widerstand 4. Zweimal. Gar nicht mal so geil. 3 plus. Servus Rüstung. Wunderbar. Da sage ich Servus. Dann 3 Attacken von meinem Automobilclub. Nix, weil der nur auf die 6 trifft, glaube ich. Also soll ich hier gleich zurückschlagen? Kannst du machen, weil bei mir ist jetzt alles soweit fertig. 3 mal, also 3 Jungs mit Schwert, 3 Jungs mit Fäuste und der Chef mit der Faust. Einer haut aufs Auto, trifft und auf die 5. 2 Wunden aufs Auto. Minus? Nix. 3er. Zweimal wieder WTC. Okay, er verliert nochmal 2 Leben, das heißt, er hat 5 Leben verloren inzwischen. Dann die 2 auf den Lord, die treffen auf die 3. Und Stärke 4, Widerstand 5, oder? Weil, ich denke, ja. Dann auf die 4, weil ich bekomme plus 1 aufs Wunden, 2 mal, ohne Durchschlag. Tap, wunderbar. Tap. Und die Faust trifft auf die 4. Hey, die trifft immer nicht. Und auf die 2, einmal mit minus 3. Muss ich schnell spicken, 3er Rüster, also eine 6. Nein, die sind auf dem Schlachtfeld. Ja. Gut, dann war es jetzt da drüben, dann darfst du da hier rüber huschen und deine Sanguinien Guards zuhauen und schauen, ob du meine Poxwalker vertöterst. Da ich ein großer Space Marine Stratege bin, der eine oder andere hat schon gemerkt, habe ich natürlich nicht in die Sturmdoktrin geschalten in der 3. Runde, damit meine Nahkämpfer besser werden. Habe ich sehr gut gemacht, vielleicht weiß ich es das nächste Mal. So, aber jeder hat 2 Attacken, ist angegriffen worden und hat den Zauber noch drauf. Das heißt, 4 Attacken von der Axt und 4 Attacken von der Faust. Die Faust auf die 4, das andere auf die 3. Auf die 3, auf die 4. Das war wieder eher so meh. So, du hast Widerstand. Widerstand 3. Das heißt auf die 3 und Blood Angel alles auf die 2. Wunderbar. Das heißt, ich habe 4 mal mit minus 2 und 3 mal mit minus 3. Hier sind wir Rüster. Okay, aber warte. Ja genau, wieder wertig 10 habe ich dann. Alles wie 3 Schaden. Das heißt 3, 2 und 1. Also, einer, tot. Wie viel? Einmal mit 3, gell? Ja. Das ist ein zweiter tot. Und 4 mal mit 2. Einer lebt. 2. Einer lebt. 3. Einer ist tot, der dritte. Und noch einer, oder? Noch einer. Der vierte. Okay. 4 Tote, ja, das ist ja... Eigentlich mehr wollte ich ja nicht, weil du jetzt meine anderen Poxwalker nicht chargen kannst. Ja. Sehr gut. Und Moraltest muss ich mit denen nicht machen. Jo. Somit habe ich geschafft schon mal sichere Missionsziel 4. Ja. Verteidige 3 werde ich abschmeißen gleich mal. Und Verteidige 4 habe ich noch auf der Hand. Also kriege ich jetzt einen Punkt. Und es steht 13 zu 12. Für die Death Guard. Oh, der Coronavirus verteilt sich. Und ich sage jetzt sofort zu Beginn meiner 4. Runde, ich schalte jetzt in die Sturmdoktrin. Ich habe ja meine andere Doktrin schon vergessen. Okay. Und ich schalte wieder die Trefferwürfe von ihm an, das kann ich jetzt gleich würfeln. Von wem? Vom Chaplain, der schaltet wieder des Trefferwürfe ein. Also Litaneien des Hasses auf die 3 plus. Nein, funktioniert nicht dieses Mal. Okay. Dann Runde 4 der Blood Angels. Jo. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Momentan führe ich um einen Punkt. Ich habe noch Verteidige 4, das heißt, da könnte ich noch 2 Punkte machen. Das sieht ganz gut aus. Ich bin punktemäßig ein bisschen vorne und ich werde den Coronavirus unter die Blood Angels bringen und sie vernichten. Ich bin aber jetzt schon wirklich froh, dass man nur 4 Runden spielen und nicht 5, weil jetzt habe ich tatsächlich eine Chance zu überleben, weil ich glaube, sonst würde er mich schon ganz schön auffrischen. Aber momentan sieht es gut aus. Mein Plan mit den Poxwalkern hat funktioniert, dass ich ihn einfach seine Sanguinary Guard erstmal wegbinde und er mich jetzt nicht bei meinen Poxwalkern angreifen kann. Somit werde ich auch den Marker halten, weil die einfach Standards sind. Und er bekommt keine Standards mehr ran. Das ist ziemlich cool. Blood Angels haben sich wieder bewegt. Die sanguinische Garde ist geblieben, wo sie ist. Ich meine, das hilft jetzt nichts. Die müssen die erschlagen. Ich glaube nicht, dass sie es in einer Runde noch mehr schaffen. Dann, einmal ist der Ancient hier nach vorne gehüpft. Der steht vorne im Haus im Eck. Der kann hier hoch angreifen, ohne dass er Abwehrfeuer kassiert. Und will natürlich hier den Angriff auf den Chef machen, weil der ganz viele Punkte wert ist. Ansonsten nimmt er die Plague Marines mit. Der Chaplain steht hier vor dem Haus. Der will auch hier angreifen und wenn sonst nichts ist, nimmt er halt die Plague Marines. Einheit ist Einheit. Und der Zauberer ist hier wieder nach vorne mit seinen 12 Zoll, weil er immer noch die Schwingen hat. Also den finde ich schon sehr cool, den Typen. Ach, da ist der Chaplain. Genau, direkt ans Hauseck. Der ist auch so weit vorne, wie es geht, um hier reinzukommen. Ich hoffe, weil er Fliegen hat, kann er ja hier drüber hüpfen. Im Nahkampf nur nicht über Gebäude, oder? Wie war das? Genau. Ja. Genau. Dann würde ich gleich wieder zaubern. Er macht mal... Smite ist er der Nächste, das heißt, das hilft mir nichts. Ja. Wie viel Leben hat er denn noch? Er hat 5 verloren, ich glaube, er hat 12 von Hauses. Ja. Dann macht er wieder Schwingen an, vielleicht. Ja, aber verliert wie 3 Lebenspunkte. Ha, er hat noch einen. Das ist scheiße. Juhu, er stirbt. Ja. So, am Coronavirus gestorben. Ja, okay, das war's dann mit meiner Zauberei. Sehr schade. Naja. Okay, dann mächtiger Beschuss. Ich muss nachschauen, ob das Pistolen sind. Ansonsten kann er auf nichts schießen, weil alles im Nahkampf ist. Die schießen ihre Pistolen auf den Lord. 3 davon können hier rein schießen und einer schießt hier rein. Der eine in den hier trifft. Eine 6, nix. Und dann 3 Pistolen auf den Lord. Nix getroffen. Toll. Ja, so geht's. Das war's dann schon beim mächtigen Beschuss und dann kommt auch schon die Angriffsphase. Er sagt alles in 12 Zoll an, das ist der Sanguinary Ancient mit dem Banner. Ich darf mit nichts schießen. Genau, dann schauen wir mal, wie weit das er kommt. Das plus 1, 11, 12. Richtig gut. Das reicht für den Lord. Dann der Chaplain macht das Gleiche. Kann auch nicht beschossen werden. Der würfelt eine 5, plus 1 ist 6. Da kommt er nicht drüber, also springt er hier in die Plague Marines rein. Der hat noch 3 Lebenspunkte. Das waren meine Angriffe, weil mein Zauberer leider gestorben ist. Sehr, sehr schade. Okay, dann kann ich eigentlich gleich zuhauen. Dann fangen wir gleich mit ihm an. Gut, hier geht's los. Genau, er dreht sich natürlich um, damit er sieht, auf was er schlägt. Ins Gesicht. 4 Attacken. Auf die 4, weil er Faust hat. Okay, 2-mal getroffen. Aber ich verwunde auf die 2+. Und ich würfel natürlich eine 1, toll. Aber der Verwundungen von 1 wiederholen, weil er das sich selber gibt. Hahaha, ich habe dran gedacht. Toll von mir. 2-mal mit -3. 5. Schlangenaugen. W3. 3. 3-mal viel No Pain. Widerwärtig 10, Entschuldigung. Eine Wunde. Also hat einen verloren. Okay, sehr gut. Unverwundbar. Hier oben. Genau, er hat auch 4 Attacken. Trifft auch auf die 3. Er darf nichts wiederholen, weil die Litanei nicht durchgegangen ist. Stärke 5 auf die 4, aber Blood Angels plus 1 auf die 3. Das heißt 2-mal mit -1. 4er? Ja genau. 2 Schaden. 2 Schaden. Macht er 2 Schaden jeweils. Genau. Einmal widerwärtig 10, einer geht. Somit geht hier ein Bolter nach Hause. Pupsi. Pink. Dann mache ich gleich die Sanguinary Guard, oder? Genau, hau gleich zu. Die Äxte und die Faust. Das auf die 3, das sind die Äxte und die Faust auf die 4. Also Fäuste finde ich irgendwie nicht so. Alles auf die... Das ist auf die 3, das ist auf die 2. Okay. Alles mit Durchschlag zu viel für dich, das heißt W3 Schaden. 2 mal 3, 2 mal 2. 2, einer, 2, 2, 3, 4. Diesmal gehen 4. Reicht aber nach Hause. Nicht. Nein, leider reicht das nicht. So bleibst immer noch hier. Gut, dann die Einheit hier. Ach ja, auch noch. Einer. Da hat jeder eine Attacke. Ich habe sonst nichts gemacht. Und er hat 2 Attacken. Genau. Alles auf den Lord. Das ist die Faust, die ist wieder auf die 4. Nichts passiert. Fantastisch. Gut gemacht. Und eine Attacke auf das Auto. Nichts passiert. Dann hau ich zurück. Yeah! Was haben wir jetzt gesagt? Hab mein Lord Attacken. 4 + 1, oder? Ja. 4 + 1 wegen Kettenschwert. Der haut auf deinen sanguinischen Kaschball. Ja. Oder will ich deine Einheit töten? Hm, bringt mir nichts. Ja, auf deinen Kaschball. Okay. 1er wiederholen, weil er Lord ist. Und 2 kommen dazu, ja, wegen Tod dem falschen Imperator. Treffen alle, oder? Ja, auf die 2. Ja. Stärke 4, Widerstand 4. Das ist ja eigentlich Tod der Corona-Impfung. 4-mal. 4-mal. Auf die 2. Juhu! 3 Attacken von meinem Auto. Also auf deinen Trupp. Ja, ja. Einer trifft. Einsen wiederholen. Ah ja, Einsen wiederholen. Gut, einer trifft. Stärke, jetzt weiß ich es nicht. Bestimmt auf die 3. Ja, das passt schon. Minus, keine Ahnung. Bestimmt nicht mehr mit wie -2. Na, also. Ich schaue mir nach, aber denken wir mal, dass nichts passiert ist. Okay. Also hier, wie wir schon gesagt haben, hat sich nichts getan. Dann haue ich gleich noch zu mit meinen 2 Poxwalkern. 4 Attacken. Einer trifft. Stärke 3. Nix. Und dann kommen hier oben noch meine Marines. Die können hier so ein bisschen rüber. Der Chef hat, glaube ich, 2 Attacken. Ja. Und die anderen haben jeweils eine, das heißt 5 Attacken. Jeder bekommt eins dazu, weil du bei Marine bist und angegriffen wurdest. Echt? Ja. Na, schau, sowas weiß ich wieder nicht. Ach, das ist die neue Regel, ja. Na, so neu ist die Anime. Also 4 Attacken dazu. Ja, jeder heftig, dazu. So viele Attacken. Ich bin echt sehr regelun-up-to-date, was die Marines angeht. Auf die 3. Yes. 1er nicht wiederholen, 2er auch nicht. Keine 6. Stärke 4, Widerstand 4, oder? Ja. Sind es 3-mal. 3+. Die verlieren Leben. Juhu, das habe ich sehr gut gemacht. Hast du nur 2? Ja, 2 traurige Tropfen. Dann war es das, oder? Ja. Dann habe ich hier Verteidige 4. Also mein Plan ist hier aufgegangen. Das habe ich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da muss ich mich schon mal selbst loben. So. Das heißt, ich mache hier nochmal 2 Punkte und habe somit 3 Punkte gemacht. Du machst jetzt in deiner 4. Runde? Ich sichere die 2. Mhm, 1 Punkt. Das war's. 1 Punkt. Somit steht es 13 zu 15. Möglich? Für die Death Guard. Und jetzt kommt Runde 4 Death Guard. Runde 4 der Death Guard. Ich habe tatsächlich kein Ziel mehr gezogen, das ich erfüllen kann. Somit brauche ich hier gar nichts mehr machen. Also überwältigende Feuerkraft kann ich nicht, weil ich nichts zum Schießen habe. Sichere 3 komme ich nicht hin. Sichere 6 komme ich nicht hin. Großwildjagd schaffe ich nicht mehr. Und verteidige 1, da komme ich auch nicht hin. Somit können wir hier gleich in den Nahkampf gehen, weil da geht es jetzt nochmal darum, ob der Tom nochmal Punkte machen kann. Ich kämpfe als allererstes und zwar haue ich dieses Mal zu mit meinem Chef mit 5 Attacken und ich haue jetzt auf deinen Trupp hier. Nein! Doch. Auf die... Das macht man nicht. Auf die 3. Na, 2. 2, du bist ein Lord. 2 und 1er wiederholen. Ja. Jawohl. Stärke 4, Widerstand 4. Ja. 2-mal bitte. 3+. Und ich habe das Banner wieder auf 5+ passiert mir nichts. Das ist eine... Nichts passiert? Schöne Schwinge. Dann haue ich mit meinem Panzer nochmal auf den Druck, ja, mit 3 Attacken. Oh, 1er wiederholen. Dann hat der auch Tod den falschen Imperator. Autos nicht. Necke. Aber es gehen 2 durch. Ja. Stärke 7, Widerstand auf die 3 somit. 2-mal. Nix. Passt. Ich hab kein Minus. Okay. Auto. Okay. Dann darfst du zurückhauen. Und jetzt geht es darum, ob du quasi den dort noch töten kannst. Genau, ich habe 2 Attacken von den Marines und 2-mal die Faust. Bitte, Faust trifft was. Das ist jetzt der Trupp. Die Faust, also 3 und 1 wäre 4. Mhm. Die normalen treffen was und verwunden nichts. Und jetzt nehmen wir aber nicht die gelben. Hier der Dingsbumsmann. Oh, der trifft 4-mal mit der Faust. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich verwunde jetzt nur noch auf die 3, weil ich nicht angegriffen habe. Auf die 3, auf die 3. 3-mal minus 3. Oh weh. 3-mal minus 3. Was hab ich für einen Rüster? Ja, das heißt, dass du mindestens einen 5er-Retter haben, vielleicht aber einen 4er. Ich schau mal kurz nach. Also mein Chaos Lord hat einen 4er-Rettungswurf, somit geht bloß einer durch. Das kann ich nur würfeln, W3, macht aber keinen Unterschied. 2. 2-mal widerwärtig C. Ach, das auch noch. Ah, ja, ja, also nix. Gut, du machst somit noch Verteidige. Was würfelt ihr eigentlich? Du machst noch einen Punkt, genau. Verteidige 2. Somit schreiben wir da noch 2 Punkte durch. Gut, und dann sehen wir uns in der Nachbesprechung. Was machst du, Punkte? Nix mehr. Konnte ja nicht. Wieso? Habe ich doch vorhin gesagt, ich habe nichts mehr machen können. Okay. So, Spiel vorbei. Nachdem wir ja Coronavirus uns nicht die Hand schütteln dürfen, haben wir einfach mal einen Unentschieden gespielt. So muss keiner dem anderen gratulieren. Also es ging aus 15:15. Harte Schlacht. Du hast es jetzt tatsächlich zum Schluss gerade noch so geschafft. Nachdem ich dir... Durchbruch. Du hast Durchbruch? Ja. Jetzt haben wir gar nicht drauf geschaut, wegen First Blood, gell? Den hast du. Dann ist immer nur Unentschieden. Hast du kein First Blood? Nein. Und wir haben beide den Kriegsherrn getötet. Ja. Also steht es theoretisch nochmal 2 Punkte, 17:17. Geil. Cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. Ja, war cool. Ich konnte gut punkten. Hat mir gut gefallen. Ja. Und mir hat es tatsächlich auch gefallen, dass... Ja, du warst halt im Nahkampf schon ziemlich heftig, aber ich konnte dich doch einigermaßen... Ja, auf Distanz halt nicht, aber schon immer so ein bisschen drauf schießen und habe auch gut geschossen mal. Also ich finde Plague Marines ziemlich heftig, gerade wenn man viele davon spielt und jetzt nicht 2000 Punkte oberkrasser Letti-Armeen spielt, sind die, ich finde gerade wenn es dann auf dem Haus stehen, 2 plus Rüstung, 5 plus viel nur Pain, heftig, also muss man erstmal durchkommen. Also auf die 1000 Punkte war es echt cool, waren sie echt zäh, hat Spaß gemacht. Ich finde wirklich auch die neuen Mahlstrom-Missionen machen Spaß, das ist ganz interessant mit den, wie man die Karten jetzt sieht und so weiter. Das sollte man vielleicht nochmal lesen. Und ja, das sind wir noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Was aber ganz cool ist, das Mahlstrom ist nicht mehr so ein riesen Zufallsfaktor, wie es mal war, weil man kann ja sein Kartendeck bis auf 18 Karten aussortieren. Und das ist schon eine interessante Sache. Somit kann man schon mal von vorn weg ein bisschen Karten, wo man sagt, die werde ich auf keinen Fall schaffen, schon mal rausnehmen. Gut, wird dir die Blood Angels, wir haben die Blood Angels gefallen. Also ich finde schon krass, wie viel die dann doch im Nahkampf Output haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es verwürfelt habe, aber diese sanguinische Garde ist irgendwie... So also es war unterschiedlich, ich muss sagen, in dem Spiel hast du entweder sehr gut oder sehr schlecht gemacht, aber nie so... Schnitt, immer so richtig voll scheiße, richtig cool. Der Baal Predator hat leider kein sinnvolles Ziel und hat ein bisschen auf diesen blöden Crawler rumgeschossen. Da passiert natürlich nicht viel und ist dafür weggeschossen worden. Die Charaktere finde ich alle ziemlich heftig bei den Blood Angels. Ich meine, das ist ja das, was jeder spielt und was man sieht. Ja, Charakterbomben. Ja, ist heftig, sehr gut. Intercessors, keine Ahnung, die fressen viel Schaden. Also ich finde dieses 5-Plus-Banner mit den Wunden ignorieren ist sehr extrem gut. Ja, der 3W6 Zoll Angriff, ja, klappt bei mir einfach nicht. Klappt nicht. Also ich spiele das schon lange und gerne auch auf Turnieren und es ist eher so 50-50. Schade. Ja. Ansonsten eigentlich ganz cool. Weiß ich jetzt nicht. Ja... E-Fäust ist, ich finde halt E-Fäuste furchtbar. Ja. Also du triffst halt auf die 4, dann triffst nichts, dann ist der Schaden W3, dann würfelst einen Schaden, dann ignorierst du die Wunden und da kommt einfach irgendwie nichts rum und das ist blöd. Naja. Wir können ja mal ganz und, grob... Genau, ich wollte dazu sagen, ich habe natürlich alles, was die Marine-Sonderregeln sind, habe ich alles vergessen und alles falsch gemacht. Ich habe meine Doktrinen nicht gewechselt, ich habe, selbst wenn ich es gewechselt habe, es nicht beachtet, also... Es ist ganz schön schwierig, heutzutage eine Marine-Armee zu spielen. Du musst echt ganz schön viel im Kopf haben, finde ich. Früher haben wir gesagt, Marines sind so die absolute Einsteigerarmee. Du musst wenig wissen, du stellst das hin, wunderbar. Das finde ich aktuell nicht so. Also ich wenn jetzt jemand Marines gefällt, spielt trotzdem Marines. Also das kann man alles, das ist nicht so schwierig, kann man schon lernen, aber beim ersten Mal... Ja, wenn man auch die, wenn man das als Einsteigerarmee, das ist dann die einzige Armee, die man erstmal spielt, dann geht ja. das, aber du spielst ja fast alle Armeen und das ist einmal schwierig. Aber ja, es ist nicht mehr so das einfache Ding, so wenige einfache Regeln, es ist schon einiges dabei, aber es ist inzwischen bei allen Armeen auch irgendwo viel dabei. Trotzdem findet ihr diesen Look and Feel von den Blood Angels so ziemlich cool. Mhm, mhm. Man muss jetzt dazu sagen, wenn wir jetzt noch eine Runde weitergespielt hätten oder 2 oder 3 Runden sogar weitergespielt hätten, hättest du mich wahrscheinlich von der Platte noch gewischt. Vielleicht, ja, mal, obwohl die Marines sind schon ziemlich zäh, aber es hätte das Spiel nochmal drehen können. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, wir machen bloß 4 Runden, weil jetzt ist eh schon wieder spät geworden und wir sind jetzt auch froh, dass wir nach 4 Runden fertig sind. Ich denke mal, das werden wir auch für die nächsten Battle Reports beibehalten. Ich finde das von der Länge. Und den weiteren Ausgang Runde 5, 6 und 7 kann sich ja jeder denken. Also. Genau, also ich hätte nachher einfach vernichtet. Somit wird sich der Coronavirus weiter verbreiten. Die Blood Angels konnten ihn nicht aufhalten, so wie es halt auch bei uns in der Realität ist. Der Virus wird sich weiter verbreiten. Also hier nochmal an der Stelle, ich hoffe, wir bekommen jetzt keine blöden Kommentare, weil wir uns jetzt darüber lustig gemacht haben. Das ist nämlich nicht der Fall. Wir machen uns keineswegs über den Virus lustig, aber er ist halt einfach da, man muss damit umgehen. Ja. Und es war halt jetzt einfach passend für die Death Guards, dass die den Virus verbreiten. Absolut. Und deswegen hier nochmal, passt ein bisschen auf euch auf. Immer gut Hände waschen, niemanden ins Gesicht husten. Ja. Vielleicht auch jetzt wirklich erstmal größere Veranstaltungen meiden und so weiter. Zu Hause bleiben, wenn man tatsächlich krank ist. Unbedingt. Auch nicht Corona, nicht andere Leute anstecken. Lieber dann eine Woche zu Hause sein, vielleicht seine Armee fertig anmalen, die nur rumsteht. Das ist jetzt eigentlich der ideale Hobbyvirus. Ja. Selbst wenn wir hier in Quarantäne kommen, wir müssen nur gucken, dass wir uns gegenseitig nur anstecken, dass wir hier im Keller unterkommen und dann spielen können. Quarantäne im Hobbykeller. Oh. Nee, also wie gesagt, passt auf euch auch. Hier zum Schluss nochmal vielen lieben Dank auch an meine Patreons, die uns so toll unterstützen mit monatlichen Unterstützungszahlungen, was uns natürlich viel bringt, weil wir uns dementsprechend unsere Kameraequipment und Armeen und so weiter, Klopapier, Nudeln kaufen können. Tomatensauce, rauen Mengen. Alles, was man braucht. Seife, Mundschutz. Ich habe Mundschutz, genau. Hier nochmal zur Info, der Mundschutz vom Anfang, der war bei meinem 3D-Drucker dabei. Der habe ich nicht gekauft. Also ich habe keine Infektionsmittel gehortet, aber ich habe sau viel Nudeln. Also vielen lieben Dank an meine Tab-Megabosse Andreas, Daniel, Dominik, Patrick, Rudolf, Stefan, Walter. Ich hoffe, das ist jetzt noch aktuell. Die Liste hängt schon länger da. Und auch an meine Tab-Bosse, die darf der Tom gern wieder hier. Yeah, Aspartam, Heiko, JT, Johannes, Jonas, Karl-Heinz, Marco, Markus, Thorsten. Danke für eure Unterstützung. Wenn auch euch anderen der Kanal gut gefällt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Das bringt uns wirklich sehr weiter. Wenn jeder meiner Abonnenten auch plus $2 im Monat bezahlen würde, könnte ich theoretisch komplett meinen Job kündigen und Vollzeit hier Tab Table Beyond betreiben. Das heißt, es würde täglich ein Video geben. Das wäre echt geil. Da müsste nur jeder im Monat 2 € locker machen. Aber ist egal. Wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt, ist auch gut. Dann einfach Video liken, teilen, Kommentar da lassen, unbedingt teilen. Abonnieren, unbedingt abonnieren. Das bringt uns wirklich weiter. Jedem weitersagen, der zu Hause in Quarantäne sitzt, damit ihm die Videos nicht ausgehen und der den Kanal noch nicht kennt. Genau. Und wenn ihr mal keine neuen Videos von uns seht, weil wir mal nicht dazugekommen sind, Neues zu machen, was sehr selten ist, dann schaut euch doch auch mal die alten an. Da sind ziemlich gute Sachen dabei. Somit sage ich Servus, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus und gute Besserung. Waschen uns jetzt die Hände.